Jo, Tag auch. Hier ist der Robotologe Anne Brune und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, weil ich bin auch einen ganz besonderen Ort. Bei mir sind ja immer alle Sachen besonders, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Ich bin hier in Bottrop, meiner alten Heimatstadt, im Museum Quadrat, Josef-Albers-Museum. Und hier gibt es bis zum 8.1. noch die besondere Ausstellung von Bottroper Künstlern und Künstlerinnen, ich gender jetzt mal, und die haben verschiedene Bilder, also nicht bezogen auf die Stadt, sondern einfach wirklich Kunst dargestellt in Skulpturen und Bildern und Fotos, die sehr sehenswert sind. Und ich habe mir gedacht, das muss so ein bisschen für die Endzeit festgehalten werden und habe einen besonderen Gast dabei, der selber auch hier ausstellt, und das ist Ralf Opiol. Hallo Ralf. Ja, hallo lieber André. Und ich bedanke mich, dass du hier sein konntest, dass du dich freigelöst hast, heute den Dienstag, einen Tag nach dem zweiten Weihnachtstag, dass wir die Ausstellung gemeinsam begehen. Und er erzählt einiges zu den Künstlern und Künstlerinnen und wir interpretieren das auch mal hier und da. Und wir sind jetzt hier bei den ersten Bildern, wenn man reingeht, man hört im Hintergrund natürlich die Kasse, ne? Da wird noch ein bisschen, obwohl man nicht kann ja umsonst hier rein, ne? Das ist also eine schöne Sache. Auf jeden Fall, man ist tatsächlich eingeladen. Genau. Wie lange machst du schon Kunst, Ralf? Also im Prinzip, seitdem ich denken kann. Also ich habe ja angefangen früher auch ganz klassisch, wie jeder andere auch, irgendwie Comics zu malen, irgendwie durch Langeweile in Schulheften. Echt? Hat man Superman dann hast du auch gemalt? Superman, Batman und solche Sachen, da habe ich alles gemalt. Also ich würde fast von meiner Seite aus behaupten, dass ich alles durch habe, ja, was mich dann in irgendeiner Form interessiert hat. Da kommt es ja drauf an. Ne? Ja, nicht schlecht. Also wenn ihr unsere Stimmen so ein bisschen belegt hört, wir müssen hier leider noch Mundschutz tragen. Wir haben hier das erste Bild, ist Iris Stöber, Kindheit in Bottrop. Also das ist das einzige Bild, wo ich jetzt höre, Bottrop. Ja, auf dem einen oder anderen Bild muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir in Bottrop sind, weil das Besondere daran ist hier eine enorme Vielfalt und ich muss immer wieder betonen, was für eine tolle Hängung jetzt hier vonstatten gegangen ist. Es mag dem einen oder anderen vielleicht nicht so auffallen, aber wenn man jetzt irgendwo anfängt, dann kommt man in einen besonders tollen Fluss, weil die Kontrastierung von einem Bild zum anderen macht einfach Spaß, sich anzuschauen. Ja, das Bild ist ja sowieso schon spaßig. Also du siehst ja hier Mädchen und Junge, ne? Ganz unten. Dann siehst du den, hier, wie heißt dieses Ding nochmal hier? Emojis, ne? Also nee, Emojis, ja. Das sind alles irgendwie scheinbar Emojis. Aber hier diese, wie heißen dieses noch? Diese, wenn du oben als Baby im Bett liegst und oben also sind diese. Mobile. Der Mobile, genau, das Wort fehlte mir. Und du siehst vor allen Dingen Milchzähne, ne? Ja. Also modern geworden ist ja, dass man immer mit Symbolen letztendlich nochmal irgendwas anhängt und so weiter. Und das stellt halt besonders neue, vielleicht Symbole dar, wo sich jemand jetzt hier die Iris sich Gedanken dazu gemacht hat. Das könnte das durchaus sein. Und das ist zum Beispiel der Weg, den wir jetzt über den Podcast aus tatsächlich machen. Das ist in unserer eigenen Interpretation. Die müssen nicht übereinstimmen mit dem, was der Künstler sich im Eigentlichen gedacht hat. Aber das macht die ganze Sache tatsächlich sehr spannend. Und auch nicht die hier reingehen und sich das anschauen. Die können ja jeder, kann sich was anderes darunter vorstellen. Ne? Ganz genau. Also ich sehe hier Milchzähne. Jemand anders würde sagen, das ist eine Lampe. Okay. Ja. Aber vielleicht ist sie ja Zahnarzthelferin gewesen, die Iris. Möglich. Oder ist eine. Ja, da fängt es schon an mit deinen Interpretationen. Ja, genau. Man kann ja vieles daraus lesen. Und daneben haben wir ein sehr gruseliges Bild tatsächlich. Das ja, heißt, ist cool, ne? Das heißt also, gar nichts. Ohne Titel. René Haustein. Ja. Da ist ein Totenkopf, der wird umarmt von einem grünen Vogel mit rotem Schnabel. Kann ein Drache sein auch, ne? So ein möglich. Ausgewachsener also, Drache. Für mich ist ganz, ganz klar markant. Dieser Skull, der allerdings auch relativ fröhlich daherkommt, weil er ja, so farbenfroh ist. Ne? Aber für mich gibt es nichts Lebendigeres im Leben als tatsächlich eine Betrachtung eines Skulls, eines Totenschädels, weil man damit verbunden selber merkt, wie lebendig man ist. Ja, und der guckt aber böse, der Vogel. Das ist ja, wer weiß. Ne? Da oben ist ja irgendwie so eine Art Krebs, Krabbe, was auch immer, auf dem Skull abgebildet. Und vielleicht hat der den Kopf abgenagt. Wer weiß, wo man da hindenken darf. Und der Vogel hätte gerne ein bisschen mehr davon gehabt. Aber der Totenkopf hat Blumenmuster drauf. Ne? Richtig, hat diesen leicht mexikanischen Charakter, finde ich. Ja, ne? Finde ich auch von den Farben her. Richtig. Also, jetzt mal, wenn ich jetzt mal so interpretieren dürfte, in meinen Augen würde ich sagen, der Skull ist mit den Blumenmuster eigentlich der Mensch als Hoffnung und der Vogel könnte Krebs sein. Also da jemand krebserkrankt ist, trotzdem die Hoffnung hat.
Der Vogel wird immer größer und trotzdem lächelt er noch. Also ist jetzt ein bisschen krass von der Idee her, aber... Auch das ist ja wieder unsere Interpretation, genau. Aber genau das, finde ich, macht immer sehr viel Freude. Das ist auch durchaus, könnte man interpretieren, das ist durchaus ein Schreckensszenario, weil das könnte... Ja, das können Därme sein, ne? Also genau. Der Darmkrebs. Ganz genau. Zum Beispiel. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch dran gedacht. Ne? Und da liest man ja auch mal hier und da ganz schön viel von, was der Vogel dann damit in Verbindung jetzt uns zum Ausdruck bringen soll. Ist auch eine Frage, die erstmal noch offen bleibt. Also jetzt aus dem Nichts heraus, das so vollendet zu interpretieren, halte ich dann doch für recht schwierig, nicht unmöglich, aber da müsste man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, was ja jeder kann, wenn man halt hier in der Ausstellung ist. Also ich finde, dass diese Wand hier letztendlich erstmal gar nicht so auffällt, aber wir dann extra auch tatsächlich mal darauf hinweisen müssen, weil es meistens so direkt am Ende zu sehen. Ne? Ja, wir geben jetzt zu, wir haben diese Anfangssequenz jetzt als letzte gemacht, weil wir haben die Bilder eigentlich erst gesehen, als wir rausgegangen sind. Ich habe gesagt, wir müssen draußen noch die Anfangssequenz machen, aber wir haben weil wir haben einfach angefangen haben. Genau, wir haben die gesehen. Ne? Also wir haben alle gesehen und haben alle, ich denke mal, auch entsprechend illustrierend für die Zuhörer gemacht und ihr könnt die Fotos ja auch entsprechend sehen für die Nachwelt. Ich würde fast sagen, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber bleibt mal dran. Das eine oder andere ist auf jeden Fall interessant. Also auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Und ihr könnt die auch jeweils kaufen. Genau. Fast alle. Manche sind unverkäuflich und so weiter. Genau. Aber da gibt es eine Liste, die kann man einlesen. Selbst das ist schon durchaus interessant. Ne? Genau. Was will er so kosten können? Denkt mal dran, Kunst kann auch mal einen Wert haben. Und wir gehen jetzt hier rüber in das nächste Bild, womit wir ja eigentlich als erstes angefangen haben, nachdem wir die beiden als erstes gemacht haben. Von der Ulrike in Ven aus Licht, Tiefseesediment. Und wir haben gedeutet Blumenstrauß. Und jetzt geht es in den Podcast, den wir ursprünglich gemacht haben, nach dieser Anfangssequenz. Viel Spaß also. Ja, das sieht aus wie ein Blumenstrauß. Ne? Ja, ich erlebe halt immer wieder Leute, wenn ich so durch Ausstellungen gehe, nicht nur hier, sondern generell, bin ich hier in Ausstellungen unterwegs, stehen die Leute dann davor und überlegen und man traut sich da an, den anderen vielleicht zu sagen, wir können die auch. So unter dem Motto, er hat jetzt bewertet, was Kunst ist und was keine Kunst ist. Und das ist immer eine ständig währende Frage. Ja, da setzen sich ganz viele Leute mit auseinander. Und da frage ich mich nur, warum. Ne? Kunst gibt es ja ganz klar auch in der Musik. Und da fragt ja auch keiner, ist das jetzt Kunst, wie die Noten zusammengesetzt worden sind, wie die da zu Papier gebracht worden sind, wie die dann gespielt werden. Weil Kunst löst ja auf der einen Seite auf jeden Fall, im besten Fall natürlich, positive Emotionen aus und mit denen kann auch negativ sein. Kann auch negativ sein. Kann ich dir gleich eine Geschichte erzählen? Ja, und auf jeden Fall wundert mich das, dass dann jemand anfängt zu bewerten, so unter dem Motto, ja, kann ich auch oder ich kann es halt nicht. Und wenn die das halt nicht selbst können, ist es eine besonders gute Kunst, ne? Weil dann wird das respektiert. Und ja, Kunst kann auch Handwerk sein. Viele machen es dran fest, wenn man besonders toll beispielsweise ein Porträt zeichnen kann, ne? Egal jetzt wie, mit Ölkreide, mit Graphit, mit was auch immer. Und wenn es dann besonders gut gelungen ist, sogar schon fast fotoecht, das ist dann Kunst. Das ist jetzt in erster Linie auch Handwerk. Ne? Der Ausdruck vielleicht, der kann schon in Richtung Kunst gehen. Ne? Genau. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, das erste Bild. Das heißt Tiefseesediment, wenn ich das richtig noch gelesen habe. Ja, genau, Tiefseesediment von Ulrike in Ven. Kleine Korrektur, denn ich habe Ulrike in Vens Bild natürlich falsch interpretiert, weil ich habe Tiefseesediment im Eifer des Gefechtes gelesen. Das ist aber das, was benutzt wurde für das Bild. Also habe ich etwas falsch interpretiert, obwohl das könnte natürlich auch irgendwie doch schon zusammenhängen. Ulrike in Ven hat das aus Licht genannt, aus Licht, und zwar wird das eine Reihe wahrscheinlich sein, römisch Ziffer 11, aus Licht 11. Also Interpretation, die Ralf sieht, die habe ich ja eigentlich auch gesehen, ein Blumenstrauß, wo die Sonne drauf strahlt. Aber es kann auch was völlig anderes sein. Das ist ja im Tiefseesediment des Künstlers und der Künstlerin verankert, was sie da gesehen hat bei der Bemalung der Leinwand. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild. Das wollte ich noch mal eben ergänzend dazwischen legen, bevor ich und Ralf jetzt weitermachen.
Und das hat violette, orange Farbstriche, Punkte und da drin wird so, was kann das sein? Hier ist schwarz, das ist so Pinselstrich. Abstrahiert? Abstrahiert, ja, sehr abstrakt. Und das Schwarz, also ich habe jetzt gesagt, das kann Blumenstrauß sein. Das könnte ja eine Schleife sein, ne? Erster Blick. Genau. Kann sein, ne? Genau. Schöner, bunter Blumenstrauß mit Lavendel oder Rosen, wie auch immer, ne? Aber an Tiefseesediment hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei, wenn man jetzt Tiefsee denkt, könnte das ja jetzt auch Mikroplastik sein, was man sieht. Zum Beispiel. Wenn man mal ein bisschen tiefer dann geht, wenn man dann den Titel liest, dann kann man sagen, okay, das ist Plastik. Wobei da man jetzt hintergrundmäßig sehr helle Farben sieht. Es könnte ja von der Sonne beschienen sein, relativ richtig nah an der Wasseroberfläche sein. Das könnte klar durchaus dahin tendieren, ja. Mhm. Man weiß es jetzt nicht genau. Manche Titel deuten dann auf das eine oder andere hin. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel, wenn man sich abstrahierte Kunst anschaut, womit man ja beschäftigt ist, kann diese Form von Kunst etwas zu deinem eigenen werden, wenn du es schaffst, beim Anblick es zu entkoppeln von dem Rest der Welt. Das heißt also, ich sehe das auf meine Art, du siehst es auf deine Art und jeder aus in seiner Welt. Wie hättest du das jetzt? Wo war dein erster Blick? Ja, für mich ist das ganz eindeutig ein Blumenstrauß. Das ist mehrfach geschichtet, teilweise lasiert und so weiter. Das würde ich als erstes so deuten, und zwar als wenn jemand den Blumenstrauß direkt von oben so reicht. Ja, so habe ich das auch erst gesehen. Ich hätte jetzt so deuten. Aber wenn der Künstler oder die Künstlerin das anders sieht, ne, dann... Ja, geht das ja nur, indem man den Titel halt liest. Ja, der Titel, der kann auch im Nachgang entstanden worden sein, indem die erstmal Output auf die Leinwand gebracht hat. Das ist sehr imposant. Ja. Scheint 1,50 x 1,50 zu sein. Vielleicht sogar größer. Mhm. Kann das manchmal schlecht schätzen. Jedenfalls kann das sein aus einer Gefühlswelt heraus mit wunderschönen Farben, die teilweise kalkuliert sein können. Es ist also auch nicht unbedingt so üblich, dass man Rosa und Orange mischt. Aber es sind schöne Farben, die Lieblingsfarben. Also Bild kaufe ich. Was kostet das? Ich finde, es ist eine wunderschöne Arbeit. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Auf jeden Fall. Könnte ich an meiner Tapete gerne, wenn ich Platz hätte. Ja. Ja? Finde ich schön. Wenn das hier hängt an diesen doch recht neutralen Wänden. Manchmal sind sie ja grau, manchmal sind sie weiß, manchmal sind sie angepasst an den Künstler, der kuratiert wurde. Hier ist es ja so, dass die Gesamtausstellung der Bottrover Künstler kuratiert worden ist. Und wie ich finde, das werden wir ja gleich sehen, eine ganz tolle Hängung. Also da hat man sich richtig Gedanken gemacht. Ja. So oder so. Ist der Raum wirklich passabel dafür? Genau. Darf ich da so ein Foto machen irgendwie so? Also ich denke ja. Ne? Ich mache jetzt einfach mal. Gewollt, ne? Also warum soll man ist gewollt. Die Künstler nicht publizieren. Ne? Dann machen wir doch mal einfach so ein schönes Foto, wie es hier so im Raum aussieht. So mit dir noch. Zack. Gehen wir mal weiter hier. Das ist. Ja, Kontrast dazu kann man ganz klar erkennen, dass es hier nicht um klassische Malerei, in dem Fall wie bei der Dame Intwen, jetzt hier bei einem Herrn, also da bei der Dame Intwen um klassische Malerei im Sinne der Abstraktion geht, geht es hier dann tatsächlich um Fotografie. Und das sind hier zwei Arbeiten von Wolfgang Fröhling. Und mir ist er jedenfalls schon bekannt und fällt immer wieder auf durch seine Arbeiten, weil er ganz interessante Gebäude entdeckt und die dann tatsächlich so einfängt. Und die leben, obwohl das sehr, sehr statisch aussieht. Die leben. Ich habe jetzt gerade überlegt, an welcher Bottroper Straße die Häuser stehen. Aber das heißt irgendwo in Frankreich, irgendwo in Belgien. Der reist sehr viel rum. Ja. Ja, sowas suche ich ja auch immer. Also wenn man, wo ich jetzt in Albert war, wegen dem Ersten Weltkrieg, da habe ich unzählige Fotos gemacht in der Richtung. Ne? Farblich waren die natürlich ganz anders als jetzt hier. Die sind ja etwas blasser. Das ist wahrscheinlich auch gewollt so. Je nach Wetterlage. Ich gucke da nicht so drauf, ich spiele nicht so viel rum, ich mache einfach. Ist aber schön. Also die sind wirklich... Find ich faszinierend. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nur diesen Teil fotografiert. Also den linken Teil, wo das Haus kaputt ist. Da würde ich die Lost Places dann auch machen. Ja, hier der rechte Teil eben bezeichnet hier bei dieser Location, bei diesem Restaurant La Strada, deutet natürlich auf... ja, würde man sagen, Frankreich oder ist das ja Italien eher, ne? Ja, nee, das steht ja hier Belgien, Frankreich wird es irgendwo gewesen sein, aber ich denke mal, das ist einfach ein italienisches Restaurant.
und steht zum Verkauf. Das muss wohl irgendwie so ein Dörfchen, Städtchen sein, wo auch wirklich nichts mehr los ist. Also ich habe jetzt hier keine Brille auf, die werde ich direkt mal aufsetzen, um nochmal darauf hin. Das ist aber auch auf Französisch, da steht Plat Importé. Ne? Also dann ich denke, dürfen wir davon ausgehen, dass das ein Gebäude kann man ist. Liefern auch, Lieferservice gehe ich mal von aus. Was das. Ja, super. Und das sind hier die Bilder, die daneben sind, beschreibungstechnisch. Ja, könnte, was steht da? Also die sind von Trudel Zeltinger. Zeltinger, Sommerland, Lakeside, also irgendwo in England. Die durfte ich also in der Tat vor kurzem mal persönlich auch kennenlernen. Manche kennt man tatsächlich nur vom Namen, wenn man die öfter liest, dann merkt man sich die. Und die habe ich dann bei diesem Art-Event getroffen, in B12 hier in Bottrop. Und das ist wie so eine Miniatur-Kunstmesse, fand ich super organisiert und habe da ganz tolle Gespräche geführt. Und diese Bilder, die sie dann da auch ausgestellt haben, sind eben zum Teil auch jetzt hier. Und die Farben, die sprechen mich natürlich an. Und Landscape, also Landschaftsaufnahmen oder Landschaftsbilder, die eben ja durchaus abstrahiert sind, aber man kann die schon erkennen. Ne? Das ist so wie, als wenn man von ganz Weitem wegguckt und dann immer näher ran fokussiert und irgendwann stehen bleibt. Genau das scheint adaptiert worden zu sein und auf die Leinwand gebracht worden. Ich würde auch sagen, hier so, wenn man das linke Bild sieht, das ist ja ein Haus, irgendwo auf einem Hügel, eine ganz kleine Straße und dahinter entweder Sonnen- oder Sonnenaufgang, ne? Unter- oder Aufgang. Also ist auch schon knallrot. Glaube ich, die Liebe zur Farbe zu sehen. Ne? Ja. Also selbst das ist abstrahiert, obwohl so ein rötlicher Himmel, jetzt auf dem linken Bild, kann man ja schon mal hier und da sehen. Wenn wir jetzt mal 4 Schritte weiter nach hinten gehen, dann werden die Bilder etwas deutlicher. Ja, stimmt. Man sieht die anders, also mit anderem Auge. Im Newspaper, also in einer normalen Tageszeitung, wenn du ganz nah dran gehst, siehst du teilweise nur Punkte. Gehst du weiter weg, wird es immer klarer. Ne? Faszinierend, ja. Sehr schöne Bilder, wie ich finde. Und jetzt im Kontrast, genau an dieser Wand, kann man schon mal so eine gewisse Vielfalt unserer Bottroper Künstler erkennen. Kann man, ja, definitiv. Ja. Nicht schlecht. Ja, gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Das ist ja so Josef Albers, nur halt rund, ne? Ja, lässt anmuten, dass das vielleicht eine Inspirationsquelle ist, Josef Albers. Stefanie Fuchs. Für viele durchaus. Allein schon wegen der Farben, mit der Josef Albers ja gespielt hat. Genau, aber sie spielt auch mit der Geometrie. Also auch es ist mit jetzt der Geometrie, nicht einfach nur quadratisch, ne? Es ist irgendwie ein abgehacktes Haar. Wenn man links unten in dem Teil dieses Bildes sieht, dann kann man ja schon erkennen, dass es so in die Richtung tendiert, Josef Albers. Und dann, man weiß nicht, wo genau wurde angefangen, wie hat man den Bildaufbau gestaltet. Aber man kann sich auch manchmal durch dem, dass man etwas macht, selbst inspirieren, so unter dem Motto, ich weiß am Anfang gar nicht, was ich malen will. Dann entsteht sowas. Ne? Die Farbpalette, die spricht an. Ne? Also hier verschwimmt das immer so ein bisschen, dann ist da Bewegung drin im oberen Teil, während dann man unten guckt und dann ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Durch diese Kontraste, dieses Dunkelrot mit diesem schon fast Cadmiumrot. Ne? Das wird gespielt mit Farben und Formen, würde ich sagen. Schick. Sogar schwarz ist drin. Und auch eine ordentliche Größe, ne? Ja, ja, genau. Josef Albers hat ja interessanterweise auch nie ganz groß gemalt. Also das war früher dann nicht unbedingt unüblich, aber für ihn war es dann wichtig. Ah, nee, das war meine Gleitsichtbrille. Ich habe gedacht, ich hätte dann auch einen Strich gesehen im Blau. Ein Maß, was er dann wahrscheinlich, der hat ja auf Masonitplatten gearbeitet, ganz interessant, weil er den Widerstand einer Wand, einer festen Wand mochte, weil er seine Farben nicht mit Pinsel aufgetragen hat, sondern vielmehr mit dem Spachtel. Und die Masonitplatten hatten wahrscheinlich immer so ein Grundmaß, das hat er sich da selbst auch mal so ein bisschen dran gehalten, halten müssen. Cool. Ja, was haben wir hier? Das ist übrigens alles im Eingangsbereich, wenn man rechts an der Kasse vorbeigeht, wo der Eintritt tatsächlich immer noch umsonst ist. Was mich ja, wie gesagt, wundert, dass die Stadt Bottrop, die ja kein Geld hat, das nicht mal für einen Fünfer macht. Ich glaube, auch der Eintritt wäre dann noch anmaßend. Ne? Für 5 Euro kann man ja mal eben so loswerden hier noch. Also, das ist Karina Brigula Pietrucha. Oder Pietrucha. Hört sich polnisch an. Aber egal.
spielt auch keine Rolle. Die Dame da darf hat... ich allerdings auch erwähnen zu Carina, die ich persönlich kenne, dass ich da auch ein Riesenfan von bin. Die ist unheimlich fleißig in dem Schaffenswerk. Die ist bekannt dafür, überdimensionierte große Bilder auch zu kreieren. Und ja, die arbeitet sehr stark mit dem Filzstift. Sie arbeitet sehr stark im figurativen Bereich. Mhm. Wenn wir jetzt hier so davor stehen, hat es eher den Charakter, als wäre ich jetzt in ihrem Atelier und die probiert etwas aus und so weiter. Rechts sieht man also teilweise Ausschnitte aus großen Bildern, weil die man halt auch auf großen Bildern teilweise gekachelt. Und aus den Kacheln schneidet die dann hier und da ihre Bildchen aus. Das sind Menschen in verschiedenen Situationen, ne? Hm? Ältere wie jüngere. Was sieht man da? Jemand, der am Rollator hängt hier. Also würde ich jetzt sagen, das mittlere Rote könnte, ne? Mhm. Oder? Hier ist auf jeden Fall jemand, der seinen Kopf nach unten hängen lässt. Der kann auch auf der Toilette sitzen, so wie das aussieht, ne? Könnte auch sein, da kann man mal sehen, ne? Ja. Aber da kann man ja den Kopf auch hängen lassen. Ja, ja, natürlich. Ne? Wenn es nicht funktioniert, muss man ja auch mal den Kopf hängen lassen. Vielleicht kommt dann was. Und oben der. Also die scheint irgendwie wegzulaufen von irgendwas, die zweite von links. Ja. Dann haben wir wieder eine, die vielleicht ein Wanderer, könnte auch Christophorus sein mit seinem langen Stock da. Ne? Richtig. Man kann ja sie Ich bin da mal weg, erinnert mich an Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling leuchtet, genau. Da ist einer da, der wegrennt auf jeden Fall. Also das sind natürlich teilweise abstrahierte Farbkleckse, in Anführungszeichen, sage ich mal. Aber die dann durchaus kalkulativ sich darstellen, also als dass dann da man Figuren schon draus kreieren wollte. Und manchmal kann ich selber auch einen Klecks auf der Leinwand machen und guck mal, was das mit mir macht. Und dann sehen wir beide unterschiedliche Sachen drin und ergänzen das mit zusätzlichen Strichen. Ja, zum Beispiel. Genau. Und das, was daneben hängt, das ist ja ein übergroßer Teppich, den sie sich selbst gestrickt hat mit oder gewebt hat mit Filzstift. Ne? Und unten steht ja ihr Name sogar, Carina. Mhm. Also bekannt ist Carina definitiv, als dass die Teppiche, Wandteppiche adaptiert, malt. Und auch in mehreren Schichten und so weiter, wunderschön und kunterbunt. Mhm. Teilweise lässt es anmuten, als hätte sie auch Inspirationen von Picasso, gerade wenn es um Figuren auch geht. Mhm. Aber letztendlich hat die ihren ganz eigenen Stil, der von 1000 Bildern dann ganz leicht erkennen kann. Mhm. Nicht schlecht. Ja, wunderbar. Und hier anhand dieses Objektes, sage ich mal, anhand dieser Leinwand, die ja nicht gerahmt ist, die ist auch nicht auf dem Holzkeilrahmen bespannt, sondern erstmal als Laken frei. Mhm. Ne, ist es schon zum Teil sehr verspielt, aber mit unheimlich viel Fleiß gemacht worden. Wie viele Künstler sind jetzt hier insgesamt? Muss man inzwischen fragen. Das ist jetzt eine interessante Frage. Auf jeden Fall meine ich, sind es, glaube ich, 53 Künstler. 53, dann haben wir ja noch was vor jetzt hier. Wir haben eigentlich noch was vor, Gehen wir mal hier rechts, die Wand. Fangen wir mal rechts. Ach so, hier sind ja auch noch welche. Meine Güte. Hier haben wir eine Note. Hommage an Josef Albers. Trebel Kleff, wer ist das denn? Ein Bronzeguff. Guss. Nicht Guff. Guss. Trebel Kleff. Durch dieses Reliefartige hat es natürlich schon so eine teilweise Wandskulpturcharakter. Das ist also auch wunderschön gearbeitet, die Strukturen teilweise durch dieses Gebürstete oder so, oder ich weiß das gar nicht, wie Material in der Form, was da benutzt worden ist, reagiert, wenn man das halt entsprechend knickt, zusätzlich noch bearbeitet. Die sind ja unterschiedliche Farbgegebenheiten in einem. Eine Note in 3D-Form. Ja, also ich würde es als Notenschlüssel durchgeben. Manche. Genau. Ja. Schöne Arbeit. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Wir haben noch vier zusammenhängende Arbeiten. Die sind jetzt hier von Nolan Wischermann. Guck mal, kenne ich ja auch. Sehr schön gerahmt, wie ich finde. Das Format gefällt mir sehr gut. Mhm. Die Bilder strahlen eine gewisse Räumlichkeit aus durch dieses mit Spraylack konstruierte Hintergründliche. Gibt das dem oder den Bildern eine gewisse Tiefe. Und der hat auch absichtlich hier die Rahmen dahinter, also diese Holzrahmen mit benutzt in diese Kunstform. Ne? Da könnte die auch ohne machen. Genau. Hat seine Absicht. Aber ein Bild in einem Rahmen ist halt ein Bild in einem Rahmen. Ja, natürlich, klar. Und Gegenwehr, Aufschwung, Wagemut und Asynchronie. Acryl und Lack auf Leinwand. Wirken auf mich auch durchaus experimentell. Sind sie, ja. Ja.
kalkulatorisch Bezug auf Spraylack draufgehalten, dann läuft Farbe runter. Mhm. Dann ist da zum Beispiel auf der rechten Seite dann auch gedreht worden. Mhm. Dadurch erscheint mir es mehr beweglicher beim Betrachten. Hast du dann persönlich Favorit von den Vieren? Auf Anhieb? Links, finde ich. Ja. Finde ich irgendwie, ich sag mal jetzt abstrakt gesehen, am schönsten. Okay. Durch die Farbkombination. Ja, die Farbkombination. Ne? Wenn ich jetzt, das heißt jetzt Gegenwehr. Guck. Sollte das wohl sein. Ne? Sehr interessant. Genau, ja. Ja. Also das zweite ist auch nicht schlecht. Das könnte für mich jetzt, das steht zwar Aufschwung, aber für mich sieht es aus wie ein Stachel raus. Ergänzend kann ich das dritte, aber auch das vierte empfehlen. Insofern sind die angenehm zu betrachten, wenn die tatsächlich nebeneinander hängen. Ich stelle mir mal vor, wenn jetzt nur eins davon her hängen würde, wie man das dann sehen würde. Ja. Mal so. Okay. Was haben wir hier? Das ist von André Kirschbaum. Genau. Eisenoxidschwarz. Der ist mir auch schon eine ganze Weile bekannt. Hat übrigens hier auch mal eine Einzelausstellung gehabt, wo jedes Jahr immer aufs Neue fürs nächste Jahr jemand nominiert wird. Und dann hat man die Möglichkeit, hier tatsächlich sich selbst nicht unbedingt zu kuratieren, aber dann gibt es dann eine Darstellung von einem einzelnen Künstler aus Bottrop, der dann eine eigene Räumlichkeit bekommt. Finde ich sehr cool. Ne? Ja, das hier, ein richtig bunter Vogel, weißer Vogel tatsächlich, Reinhard Wieczorek. Reinhard Wieczorek. Bin ich irgendwo auch ein Fan von, Bilder von ihm begegnen mir immer wieder, die sind sehr, sehr imposant. Unterschiedliche Art hier, diese Vielfalt mit diesen Pinselstrichen, also das ist eine, wie ich finde, sehr schöne Arbeit. Mhm. Die spricht mich auf jeden Fall an, sehr imposant, auch die Größe wieder. Mhm. Ja. Da wurde so auch richtig mit Farbe gearbeitet. Ne? Mhm. Definitiv. Der Hintergrund ist dunkel, aber der Vogel spricht Optimismus aus mit seinen warmen Farben. Absolut. Gar nicht arrogant, gar nicht erhaben, aber trotzdem irgendwie durchdringend. Ne? Ja, das Auge. Das Auge ist ja interessant. Ne? Schwatt. Wir fühlen uns jetzt beobachtet. Ne? Ja, wir gehen mal weiter. Sag mal, hier sind ganz viele Augen. Wer ist das denn? Christina Kleinheinz. Einmal blaues Auge in Lissabon und Gesichter. In Lissabon. Da sind wohl Hauswände, die sie da abfotografiert hat, in bestimmten Winkel. Genau. Also das Haus sieht man mit, normal fotografiert man ja eigentlich dann auch für zu Hause und für die ganze Welt. In Instagram fotografiert man dann die Hauswand. Aber ich finde das sehr gut, dass sie da also auch die Häuser an sich mit fotografiert hat. Da, wo die Leute wohnen, dahinter sozusagen. Die mit dem Gemalten wohnen müssen. Und nur ein Ausschnitt, ne? Ein Ausschnitt. Also das gibt dem gesamten Objekt natürlich erheblich mehr Würde. Das ist mit Sicherheit legalisiert, aufgebracht worden und muss natürlich auch gezeigt werden. Das sind wunderschöne Arbeiten, die man nicht mal eben so einfach macht. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur einer gemacht hat oder ein ganzes Team. Also wenn ich mir vorstelle, von unten nach oben, da sind ja mehrere Meter in die Höhe, mit Gerüstwagen, was auch immer. Also tolle Arbeiten, die jetzt hier richtig gut zur Geltung kommen. Und stell dir mal vor, man würde nicht erkennen, dass es auf Häuserwänden ist. Ne? Mhm. Das ist weniger die Wirkung. Absolut, ja, ja. Also ich vermisse hier im Ruhrgebiet unglaublich diese Hauswände. Es wird ja so viel Graffiti geschmiert an die Hauswände, die, ich sag mal, wenn man die lassen würde, sowas zu machen, dann hätten wir erstmal nicht nur schönere Hauswände, sondern auch Inspiration. Auf jeden Fall. Ne? Wenn ich da nur Gritzel lese, weiß ich nicht, was das bedeutet, weil es hat ja eine Bedeutung für diejenigen, die es machen, aber es ist dann eben für mich auch keine Kunst. Mhm. In Bochum zum Beispiel sehe ich immer mehr Hauswände. Es gibt sogar eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Hauswände zu machen mit Künstlern. Ne? Und es ist natürlich auch eine Kostenfrage, das weiß man ja, ne? Wenn man jetzt einen Künstler arrangiert. Aber in Warschau zum Beispiel fangen die an, wirklich die ganzen Hochhäuser und so. Da gibt es richtig schöne Hauswände in Polen, also nicht nur in Warschau, es wird in ganz Polen, sagt man, diese kahlen Betonwände der Hochhäuser, die man so im kommunistischen Stil gebaut hat, die werden einfach verschönert damit, ne? Farblich und auch gestalterisch. Da muss man natürlich andere Menschen auch wieder von überzeugen, als dass es dann wirklich schön ist, weil es gibt durchaus Menschen, die haben
Dinge bauen lassen und die mögen tatsächlich, dass es nackt bleibt und ja, der Beton ja, zur Geltung kommt. Mhm. Und da gilt es immer, bestimmte Leute zu überzeugen, wie gesagt. Wir haben den Bottrop zum Beispiel, einen Bunker, der ist bestückt mit ganz vielen Bildern. Ja, die haben eigenen Markt. Ja. Genau, am eigenen Markt. Das ist auch sehr schön. Ja. Sehr schön gemacht. Also ich schwärme dafür, dass es zum Beispiel auch in der Boy passiert, gegenüber vom Boyer Markt. Ja. Ne? Gerade im Winter ist das sehr auffällig, dass der Bunker halt aussieht wie ein Bunker. Mhm. Und ja, man arbeitet möglicherweise dran. In Essen weiß ich, wenn man Richtung Essen Nord fährt, da ist auf der linken Seite eine langgezogene Mauer, sag ich mal. Die ist dann mit Graffiti auch entsprechend verschönert worden, wie ich finde. Ja, ja. Okay. Also vom Bochum kann ich erzählen, das wissen denn die Bottroper jetzt nicht so, aber auch die Gelsenkirchener vielleicht nicht oder die Hammer, die jetzt zuhören. Also da haben wir einige Bunker, die sind im Laufe der Zeit mit Malereien verschönert worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Künstler war oder Maler waren, die haben also da nicht die Graffitis, die sind da auch drauf, klar. Ne? Aber im Ganzen hat man einfach eine farbliche Kombination, damit es einfach nicht mehr grau oder dunkel und man sieht auch nicht mehr so die Einschläge, die immer noch zu erkennen sind, ne, wenn man genau hinguckt. Es sind farbliche, schöne Bunker geworden. Und es gibt ja in Bochum den Kunstbunker, falls du das dann noch nicht von mir gesehen hast. Wenn die wieder eine neue Ausstellung haben, also jetzt geht die noch bis Mitte Januar, so wie hier auch, da hat man ja einfach, die Künstler haben einfach auch mal gesagt, wir machen mal was. Wie ist der Bunker eigentlich von innen gewesen? Das heißt, wie sind die Gefühle der Leute, die da waren? Also als Thema, ne? Das fand ich ja schon faszinierend, auch wenn man das dann so sich anguckt und dann Revue passieren lässt. Es ist schon so eine gewisse Unheimlichkeit, diese Ängste, die die Leute alle hatten, die kommen auch durch diese Kunst herüber, ne? Also es ist schon faszinierend. Und ich finde das gut, wenn eben Bunker auch von außen dann halt verschönert werden. Ne? Ja, ist richtig. Einfach zu sagen, das ist Vergangenheit. Wir wollen einfach mit der Vergangenheit, die Bunker abreißen kostet Unmengen Geld. Ne? Aber wenn du die jetzt verschönerst, ins Stadtbild reinpasst und du weißt ja nie, ob du die nochmal benutzen darfst, weil ich habe erfahren, dass Bunker hier nicht mehr verkauft werden. Die wurden von heute auf morgen, als die Russen einmarschiert sind, von der Verkaufsliste gestrichen. Okay. Weil die Eventualität wieder genutzt zu werden da ist. Das ist schon schlimm genug. Ne? Verstehe. Ja, also gehen ich wir würde mal weiter, sagen, wir mal. Dass wir natürlich nicht Aktion machen können bei jedem Objekt, was jetzt hier ausgestellt ist. Nee. Aber trotzdem im Gesamten die Ausstellung ja im Blick haben und jede einzelne Arbeit tatsächlich die Würde schenken. Ne? Nur das, was wir jetzt möglicherweise aufzeichnen, kann nicht alles sein. Nee. Wir machen mal hier so ein Rundumfoto. Ich stehe interessanterweise vor einem Objekt von Guido Hofmann. Die können aber auch mal hier. Ist das Absicht, dass da eine Spinne drin hängt mit Netz? Das ist wahrscheinlich Absicht. Man kann sehen, dass man sich da auch einnisten kann. Diese Arbeit hier. Das kann auch sein, dass die Putzfrau mal nicht hier richtig die Hand angelegt hat. Ist 22 entstanden und heißt Exploration. Okay. Also die Erkundung, ne? Weil die Spinne hat auf jeden Fall von unten bis oben erkundet, wo sie ihr Netz reinmacht. Ja. Die hat auf jeden Fall eine Stelle gefunden, wo sie sich dann niedergelassen hat. Die nicht gesehen. Also diese Konstruktion finde ich deshalb allein schon sehr interessant, wenn man sich überlegt, wie geometrisch die aufgebaut ist, und zwar in der Dreidimensionalität. Ne? Da haben wir auch wieder so ein bisschen Josef Albers wegen dem Ecken. Möglicherweise, wobei ich finde, dass auch Guido Hofmann, das ist übrigens der diese Totems auf der Halde Haniel repariert hat, also ein ganz toller Mensch, ein warmherziger Mensch, sehr offener Mensch vor allem. Ich kenne übrigens auch seinen Sohn, auch ein Künstler. Und wenn man sich halt mit dem unterhält, und vor allem in seinem Atelier sich mal umschaut, dann merkt man ganz konkret schon so seinen ureigenen Stil. Also ich mag sagen, dass ich schon erkennen könnte, was und welche Arbeit von Guido Hofmann ist. Also es macht ganz fantastische Arbeiten. Viele von ihm, der Sessel, der konstruiert worden ist, mögen ja genau diesen kennen, weil die hatten mal vor kurzem auch in der Pop-Up-Galerie am Hansaplatz hier in der Innenstadt eine Ausstellung gemacht. Und dann stand dieser Sessel vor der Tür. Und der ist so schick gemacht, dass man meint, man müsste sich da hinsetzen, weil er so, wie soll ich sagen, der ist zwar so irgendwie aus Marmor, ähnlichem Material gearbeitet, aber sieht aus wie ein Fernsehsessel. Ach. Richtig cool. Nicht aber das schlecht. Ist natürlich eine subjektive Meinung. Das sagt nichts aus über die
über die künstlerische Qualität und so weiter. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, was mich da echt erreicht. Und seine Arbeiten hier durchweg, die sind ganz toll. Guido Hofmann. War topper Künstler. Cool. Da haben wir auch mal, warte mal, hier ist auch noch mal was Abstraktes. Paul Schulte. Also man sieht schon, dass gerade die Künstler, die meisten versuchen, doch irgendwie Josef Albers irgendwie als Hommage zu nutzen. Also das hier, das Schwarz-Weiß, ist für mich auch so geometrische Figur halt. Ne? Ja. Das heißt jetzt vier Skutoide, habe ich noch nie gehört. Ja, das hat... Ach, das ist ein Druck? Das ist ein 3D-Druck? Das ist ein 3D-Druck. Ach so, habe ich ja noch nie gesehen. Cool. Mhm. Mhm. Eine sehr interessante Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Weil vor allen Dingen, wenn je nachdem, wie die Sonne steht, ne, hast du irgendwie ganz anderen Einfall, Schatteneinfall. Abskutoide habe ich noch nie gehört. Sagt dir das was? Das sagt mir auch was. Also ich muss jetzt in dieser Sekunde passen, bevor ich da irgendwas raushaue, was dann doch nicht am Ende so stimmt. Ich habe mal eine eigene Interpretation zunächst von diesem Objekt gehabt. Und habe die auch mit dem Paul besprochen und der hat mir aufgrund dessen natürlich was ganz anderes gesagt, was auch überhaupt nicht tragisch ist. Das empfand er auch gar nicht so. Der fand die Ausführung auch interessant, von dem ich gesprochen habe. Aber hier hat das etwas mit der Haut an sich zu tun, wo der, soweit ich mich noch erinnern kann, als er mir das erzählt hatte, die Haut so nah wie möglich an sich fokussiert hat und dann halt so ein Gebilde gesehen hat, was diese Konstruktion am Ende ausmacht. Aber wie gesagt, also ich will mich da gar nicht, ich will da unbedingt nochmal nachhaken, um das für mich nochmal so zu erfassen, weil ich hatte nur den Eindruck gehabt und ihm auch gesagt, dass ich das beeindruckend fand, weil er auch schon ein bisschen in Jahre gekommen ist, sich tatsächlich auch für 3D-Druck interessiert hat und das ja zu einem Großteil durchaus Zukunft darstellt. Ja, ja, natürlich. Und dieses Objekt stand ja auch beim Bottrop Art Award in der Ausstellung. Und zwar ging es ja da um das Thema, wie siehst du, die Zukunft von Bottrop. Und ich habe dann halt die Zukunft darin erkannt, dass eben sehr viel in Zukunft ausgedruckt wird und primär ausgedruckt wird. Und dass das dann schwarz und weiß ist, bedeutet für mich, dass vieles digital wird. Und da gibt es nur 0 und 1. Genau. Es gibt da nichts dazwischen. Also es ist keine Grauzone zu erkennen. Also ganz klar schwarz, weiß als Konstrukt. Und deswegen, um das in einer Form zu bringen, möglicherweise, hat, hat was. Paul Schulte dann attestiert, dass durchaus ein besonders guter Gedanke wäre. Fand ich jetzt mal ganz gut. Aber so kann es sein, dass man ohne Hintergründe zu wissen von dem Konstrukteur oder Künstler selbst, man seine eigene Interpretation hat. Ne? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir können ja nicht jetzt alles einzeln besprechen, wie du schon gesagt hast. Wir gehen jetzt auch mal so durch. Mann im Herbst, der sieht aber eher wie eine Frau aus. Den langen Manteln, aber früher haben die Männer ja auch alle so getragen. Ich war schon überrascht, weil ich war mit mehreren Leuten schon hier und tatsächlich ist es schon sehr auffällig, dass man sich da Gedanken zu macht. Also, was ich interessant fand, war wie eine langgezogene Miss Marple, die da spazieren geht. Und Edgar Wiese hat sich da was bei gedacht. Auf jeden Fall. Auch ein toller Künstler, der unterschiedlich auch malt, Sachen auf die Leinwand bringt. Hier eben figurativ sehr impressionistisch, wie ich finde, weil das macht auf jeden Fall einen Eindruck von der Stimmung, die das Bild zum Beispiel auf mich erzeugt. Ne, wenn diese Person, Frau, Mann, ist in dem Fall egal, möglicherweise einsam ist, alleine jetzt durch oder ja ins Licht letztendlich geht. Also viele Deutungen, du kannst ja Trauer reinpacken, du kannst jetzt den Herbst des Alters reinbauen, du kannst ja Transgender sogar, ne? Absolut. Ne? Oder halt die Traurigkeit des Lebens. Nach oben alles offen. Oder er geht gerade von einer Beerdigung, hat seine Frau begraben. An sowas habe ich auch gedacht, ja. Alles möglich, ne? Sehr, sehr interessante Interpretation kann man hier. Und trotz all dem, dass man mit Negativaspekten beispielsweise sehen kann, finde ich, hat das durchaus eine positive, erhabene Ausstrahlung. Allein durch diese Art, wie die Figur gemalt ist. Ja, mit dem Stock, man geht vorwärts, man sucht nach Möglichkeiten. Richtig, richtig. Ja, und daneben gleich völlig anders, wer ist das? Ja, das ist das, Stefan Wepiel, Oktorne, mich auf jeden Fall erreicht. Ne? Diese Kontraste, die man das hier jetzt zeigt. Das wäre jetzt für mich, das ist für mich jetzt natürlich See. Obwohl es hier eine Höhle sein kann, ne? Also mit Pilzen hier, der muss was genommen haben, so bunt sind die. Doch, da sind Fische drin. Oder was ist das? Ja, also sieht das aus wie Fische, ne?
Aber Pflanze unter Wasser? Für mich aus nach Algen, könnte es sein. Hier sind unter Wasser Pflanzen Pilze? Halt, alles in Algen. Ah nee, dann sind ja die, haben, wie heißen diese quallenartigen Dinger da? Ne? Ja. Ja, für mich ist das, als wenn der LSD genommen hätte beim Malen. Ja, könnte man. Ich weiß zwar nicht, wie das ist, wenn ja, man ich auch LSD nicht. Nimmt, aber man hat schon oft genug damit verbunden das Bilder ja gesehen. Ne? Von den Beatles dann. Also aber ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt quadratischer wäre, ja, dass es einfach tatsächlich für irgendeine Band aus den 70ern absolut, ein Cover absolut, gewesen sein genau. Das könnte. Andere eigentlich auch daneben, das in Violett. Was ja eben auch vielschichtige Kunst ist, ja, Cover absolut. Mal zu erstellen. Ne? Das war alles ziemlich neu. Wahnsinn. Ganz tolle Bilder von dem Stefan Weilbiel. Sehr faszinierend. Also ich denke mal, der Kaxtrölfab. Oxtorne steht da. Oxtorne ist das Violette und Kaxtrölfab ist das ziemlich Bunte. Ja. Also nicht nur, dass das farblich ansprechend bunt ist, der Name auch. Also da muss ich mich dann doch mal, André, danach erkundigen, was genau diese Worte bedeuten. Könnte sein, das könnte dadaistisch sein, oder? Ja, könnte auf jeden Fall eine... Der Stefan wird sich erfundene Form von Titeln sein. Gehe ich mal von aus. Das muss ich doch mal nachforschen. Ja, dann forsch mal. Bin mal gespannt. Da haben wir jetzt wieder schwarz-weiß. Also sind das wirklich nur die bunten Bilder von Stefan Weibel? Ja, ist der Name richtig? Wepil, Entschuldigung, Wepil. Claudia Brüggemeier, Winterwald. Okay, das ist jetzt auch schwarz-weiß. Also es sind wirklich nur die von Stefan, die richtig bunt sind, inmitten der grauen und schwarz-weißen Bildern. Richtig. Nicht schlecht. Na gut, Winterwald, ne? Jede Menge Schnee da, was wir jetzt draußen nicht haben im Dezember. Und das sieht aus, als wenn die von der Arbeit kommen und keinen Bock mehr haben. Oder hingehen, je nachdem. Ja, das ist eigentlich von hinten und von vorne, ne? Barbara, Schmural, nein, Begegnung und Adieu. Ich glaube nicht, dass das unbedingt dieselben Personen sind. Wenn nicht, haben sie die Position gewechselt. Auf jeden Fall kann man da vielschichtig drüber philosophieren. Du siehst ja anhand der Schatten, aus welche Richtung die kommen. Wenn man das jetzt halt dreht, dann hat man einen ganz anderen Anblick. Ja, genau. Faszinierend. Sehr schöne Zeichnung. Sehr schöne Zeichnung. Erreicht mich total. Und dominiert wird das. Oder diese Bilder, dieses Thema halt von, dass Menschen da sehr stark im Dialog sind und auch überlegen und offenbar Ruhe gewähren, fürs Nachdenken sich Zeit nehmen, während sie halt entweder sich getroffen haben oder ganz bewusst zu dritt daherlaufen. Das ist so wie Piet und Alex, der dritte im Bunde ist der Interviewpartner. Ne? Und hier haben wir Dieter Schröder, abseits Grenzüberschreitung, Sandskulptur. Also Kunst zu betrachten, wie ich finde, soll meiner Meinung nach echt Spaß machen. Ne? Ja. Es gibt natürlich Leute, die sagen, Kunst, ja, das muss wehtun, damit es wirklich auffällig ist, damit man sich wirklich damit beschäftigt und so weiter. Mhm. Aber bevor du ja erkennst, dass Kunst wehtut, musst du es ja trotzdem erstmal betrachten. Richtig. Ja. Und nachher entscheidest du natürlich, ob es dir wehtut oder wem auch oder immer. Oder ob du Augenkrebs kriegst. Ja, genau. Genau. Ja, das könnte jetzt hier so diese, in den 80ern waren noch diese ganzen Kornkreise, ne? Nur ja, halt hier im Sand. Der Name von Erich Däniken. Ja, der hat ja da das alles Mögliche draus gedeutet. Ja. Genau. Und komisch, dass die alle verschwunden sind, ne? Die Außerirdischen sind schon wieder weg. Ja, kein die Bock halten auf sich ja in der Regel nicht lange auf. Nee, nee. Die checken das sofort durch, wissen genau, was die Sache ist und dann sind die weg. Ja, gut, die sind ja alle so bekloppt, wir hauen wieder auf. Also hier ist jetzt mal für mich die interessante Frage, ob es wirklich, wie es anmuten lässt, eine Riesenfläche ist oder ob das einfach nur, weiß ich jetzt nicht, so 30 mal 30 Zentimeter ist. Ja, es gibt ja ganz kleine Vogelsand ja als Beispiel und dann diese Spuren absolut, ja, gemacht und dann eben entsprechend fotografiert. Aber es lässt anmuten, als wäre es riesengroß. Aber ich denke, dass das eher kleiner ist. Ich auch, glaube ich auch. Ja. Kann man ja alles machen. Sag mal hier. Ja, eine, wie ich finde, tolle Fotografie. Ui, ist aber... Flüchtig und oder intensiv. Ja, das ist natürlich dann, wenn man den Titel liest, klar, sonst würde ich sagen, boah, ist das unscharf. Angelika Schilling hat das Foto gemacht. Mhm. Das ist eben eine Fotokünstlerin, die macht, wie ich finde, ganz tolle Fotos. Mhm. Und hier hat man auch eine Menge Interpretationsspielraum. Ja. Mhm. Gerade wenn was unscharf ist, fällt mir mittlerweile auf. Ich habe da öfter mal Bilder jetzt gesehen. Da guckt man einfach intensiver hin. Ja. Absolut, ja. Man sucht dann förmlich nach was.
Genau. Aber hier ist die Flucht. Ne, die Person steht ja da eher so, als wenn die jetzt tatsächlich auf irgendjemand wartet, vielleicht sogar auf den Bus. Hm. Sieht aber auch aus, als hättest du da irgendwas in der Hand, vielleicht ein Handy. Hm. Möglicherweise ist das sehr modern gehalten. Könnte aber auch sein, dass es so, weiß ich jetzt nicht, 50, 60 Jahre irgendwo ist. Oben sieht es aus wie ein Vogelkäfig, könnte aber ja, auch ein Fenster sein. Genau, ja. Also wie gesagt, viel Interpretationsspielraum. Und da haben wir von Jutta Weber, heißt Menschen im Wandel. Menschen im Wandel, also ja. Ein sehr bewegliches Bild, wie ich finde, sehr abstrahiert. Mhm. Und mit Technik auf Papier. Da ich selbst mich mit Bildern und der Herstellung beschäftige, ist es für mich immer interessant, wo war der erste Strich entstanden? Mhm. Wie hat man dieses Bild aufgebaut? Aber es sieht aus, als wenn sie in einem gezeichnet hätte. Ja. Sieht aus, muss nicht. Ja. Wenn ich aber jetzt tatsächlich dieses Figurative hier sehe, ziemlich weit oben, könnte ich mir vorstellen, dass man tatsächlich da oben angefangen hat und zuerst die Köpfe gemalt hat und dann wusste, aha, das wird doch figurativ. Ne? Ja, ja, ja. Aber kann natürlich auch vollkommen kalkuliert sein. Hier vorne sieht es schon fast aus, als wenn hier irgendwie so ein Hund noch steht. Ziemlich nah hier vor. Sieht aus, ja. Könnte aber auch ein Frosch sein, hier oben, diese Augen. Ja, dieses. Ach stimmt, ja, das habe ich jetzt, wo du das erzählst. Also jetzt, da kann man, ne, man muss genau hingucken. Ist vielleicht auch ganz bewusst so monochrom gehalten. Eine sehr schöne Arbeit, finde ich. Absolut. Ja, auch von der Größe her finde ich das toll. Ne? Ja. Ja, kleiner würde ich es auch nicht machen. Weil das ist ja zum Beispiel ein Bild, was ich nicht unbedingt auf dem Schreibtisch liegen habe, wo ich dann von oben aus einem bestimmten Winkel irgendwas zeichne, male, was ja sehr schwierig ist, sondern das hing möglicherweise an einer Wand, um das dann so runter zu malen, sage ich mal. Cool. Aber das ist einfach für mich nicht interessant. Schön. Und wenn man hier so reingehen will, das ist also ein Objekt. Also es ist fast Objektkunst und nicht im Sinne eines Gemäldes oder einer Murfotografie, sondern das ist schon eine Montage auch. Es ist zum Beispiel eine von den Künstlerinnen, die ich über den Artwort kennenlernen durfte, die ich dann, wenn der Artwort nicht stattgefunden hätte, möglicherweise entweder sehr spät oder auch überhaupt gar nicht näher kennengelernt hätte. Und die ist auch mit einer besonderen Intensität an ihren Arbeiten beschäftigt. Und das ist jetzt hier eine Montage, die da heißt Kontaktbeschränkung. Und Gilda hat sich offensichtlich mit unserer jüngsten Vergangenheit sehr stark auseinandergesetzt. Und diese einzelnen Bilder, die sechs einzelnen Bilder, die praktisch aufgenommen worden sind bei einer Ausstellung von Gerion Kreber. Ich wollte nämlich sagen, dieses Ding, das kenne ich doch aus dem Impfzentrum hier unten. Genau, was da installiert war. Raupenartige Teil. Ist dann praktisch ihr für ihre Arbeit entsprechend zur Verfügung gestellt worden. Und da gibt es dann halt diese Isolation, die einfach ganz klar deutlich wird. Damit verbunden hat dann eben Gilda weitergedacht und diese Elemente im Sinne von Macht der Gewohnheit fortgeführt und immer wiederholt. Also Kontaktbeschränkung, Teilnahme an Einsamkeit, einsame Teilhabe, Schutzbekleidung, Prävention, Bedeckung und Abwehr, so weiter. Isolation, isolierte Abwehr, Kontaktbeschränkung. So. Und ja, das war ja alles. Das sind die Stichworte gewesen. Ne? Erfasst mit einem, ja, wie nennt man das? Maßband? Ja, Maßband ist hier Maßband, an der Seite, ne? Auch. Jeweils. Wie man es aus der Schneiderei so kannte oder kennt. Und ja, diese einzelnen Objekte dann eben entsprechend auch nochmal. Und so gibt es ein Ganzes. Und dieses Objekt, diese Montage, Meter mal 1,50, finde ich durchaus gelungen. Sieht sehr cool aus und ist unglaublich ausdrucksstark. Absolut, ja. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, mit der jüngsten Vergangenheit einfach sehr stark verbunden. Wenn wir ja jetzt, also jeder Bilderrahmen, sehe ich gerade, hat ja hier sogar ein Maßband. Ja. Absichtlich. Das finde ich ja schon, also wenn man genau hinguckt in der 3D-Form. Also schon faszinierend. Beim Adewort war übrigens auch eine Arbeit von ihr mit dabei. Ja. Und daran kann man dann auch stilistisch schon mal ein bisschen was nachvollziehen. Mhm. Die arbeitet also auch mit mehreren Elementen in einer Montage. Mhm. Das scheint sie dann auch sehr stark zu inspirieren. Also man sieht ja auch hier bei diesen einzelnen Bildern, dass das Objekt oder diese Figur praktisch glänzend hervortritt, wenn das andere da drumherum halt mattiert ist. Also das hat noch so einen gewissen, ja, sagen wir mal vorsichtig, 3D-Charakter generell. Hier haben wir Rebecca Bujnowski Und
sehr interessante Künstlerin. Doris Reineking, gestrandet im vergifteten Fluss. Das eins kenne ich auch aus dem Bottrop Art Award, ist hier unten. Ne? Ja. Und das durfte ich tatsächlich dann auch kuratieren bzw. hängen in unserer Ausstellung. Und das ist sehr schwer. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Panik gehabt, aber sie hat es mir bestätigt, dass es definitiv aufhängen kann, auch wenn die Gefahr ist, dass es tatsächlich runterfallen würde und zerplatzen würde. Eine wunderschöne Keramik, die, wenn man die öfter sieht, umso mehr Aufmerksamkeit natürlich bekommt und dann nochmal mehr Klasse bekommt, finde ich irgendwie. Das ist nicht automatisch so, aber man guckt immer intensiver hin, weil man ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, immer wieder sagt, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ne? Entweder auf den Schreibtisch, um Stifte reinzulegen oder wenn es hängt dann eben. Dass man sagt, genau, ja, oder tiefseemäßig als was. Menüplatte zu Silvester, wenn man Fondue macht. Ja, genau, kannst du dann auch den Raclette dann drauf legen. Wobei das ja die Sache... Das ist jetzt abstrakt gesagt, ne? Genau. Ist ja klar. Ist immer ein bisschen lustig, muss halt ja auch. Die Abstraktion bleibt hoffentlich auch theoretisch, weil ansonsten ist das, wenn das an der Wand hängt, natürlich kann man das auch wahrscheinlich auf dem Holzblock irgendwo demonstrativ hinstellen. Schönes Objekt ist. Absolut. Und der vergiftete Fluss von der Doris Reineking ist eindeutig, ne? Eindeutig, ja. Das Rötliche. Ja, die gibt es leider noch, die vergifteten Flüsse. Ja. Kürzlich in der Oder erlebt, ne? Aber das ist eben auch gut, weil das Bild ist ja ausdrucksstark, dass man da immer wieder Hinweise drauf gibt, wie es wirklich aussieht, bis das mal in den Köpfen so ankommt und tatsächlich mal bisschen pfleglicher mit unserer Umwelt beziehungsweise auch mit den Tieren, die da drin leben müssen, die in ihrer Möglichkeit ja nur bedingt dafür sorgen können, dass zum Beispiel renaturiert werden müsste oder überhaupt pfleglich mit der Umwelt umgegangen werden kann. Das können ja Tiere eigentlich nicht, ne? Pfleglich. Nee, müssen wir leider alles machen. Das müssen wir machen und deswegen haben wir auch eine besondere Verantwortung den Tieren gegenüber. Absolut. Dann gehen wir da hinten runter, ne? Ach, das ist Gerion und Kirwan, ja. Das jetzt auch gerade in die Zeit passt, natürlich nicht unbedingt positiv, aber schon ein Anzeichen gibt. Zumindest man spricht nicht das so an, als wäre es irgendwo ein Bombeneinschlag. Und man sieht also die Zerstörungsverhältnismäßigkeit, ne? Und allein durch dieses Raster, durch dieses Gitter. Ich finde eine sehr, sehr tolle Arbeit, wo man mal drumherum geht und naja, jeder auch so seine Interpretation hat. Ich weiß gar nicht, ob meine richtig ist. Na gut, wenn man jetzt das Geschmolzene sieht, das könnte ja tatsächlich durch Hitze passiert sein. Ja. Stell dir vor, jetzt einfach nur ganz banal, Ja. Das könnte ein Element sein aus dem World Trade Center. Auch das, ja. Ne, weil die Hitze hat ja die Stahlelemente so schmelzen lassen, dass das ja eingestürzt ist. Ja, das könnte so ein Teil davon sein. Ne? Oder jetzt in der Ukraine durch die Bombeneinschläge. Ne? Das steht eigentlich symbolisch für alle destruktiven Dinge, wozu der Mensch in der Lage ist. Und wenn ich das jetzt hier weiterspinne, dann wäre ja eigentlich ganz schlecht, was man da so teilweise treibt. Aber ich denke, auch das findet seinen Platz in der Kunst, um da auch hier darauf hinzuweisen, wie furchtbar und schrecklich sowas ist. Ne? Dass wir was bauen können und gleichzeitig auch zerstören. Ja. Dafür steht es im Grunde genommen. Zum Beispiel. Derelikt heißt das. Zwei weitere Arbeiten auch von Guido Hofmann. Gibt es auf der linken hier. Ein Stier. Das lässt sich erkennen. Wahrscheinlich. Auch wunderschön gearbeitet, wie ich finde. Ja. Und der Matador. Tatsächlich auch zueinander stehen. Wirken sehr gut, wenn die also beide auf einmal betrachtet werden. Das rote Tuch ist nur sehr schmal. Ne? Du hast also auch wirklich den Eindruck, als könnte es ein Matador sein. Ne? Könnte, ne? Ja. Dieser Stier steht aber und könnte durchaus erhaben auf zwei Hinterfüßler stehen sozusagen. Und da vorne ist dann halt vorne, oben zum Beispiel. Ja, klar, ne? Natürlich. Ja, aber die haben doch so eine lustige Mütze auf. Wenn du jetzt abstrakt nur diesen geschwungenen... Ja, auch diese... Dingenskirchen hier. Dieses Kugelige an den Mützen, ne? Dieser Matador, die auf hat. Das erinnert mich irgendwie sehr stark daran. Ja. Könnte man ja mal mit Guido also sehr abstrakt in den Dialog zwar, gehen, aber, genau, um da mehr drüber zu erfahren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall finde ich gelungene Arbeit. Absolut. So, jetzt kommen wir in den Unterraum. Hier hing ja sonst immer Josef Albers, ne? Aber nicht auch, oder? War das hier der Raum? Das ist schon zu lange her. Ja, immer auch so eine Ausstellungshalle. Alles klar, ja, genau.
Sag mal, hier hängen ja von dir Sachen, ne? Genau. Da müssen wir doch jetzt mal jetzt erweitern wir den Podcast, den wir ja eigentlich jetzt gemeinsam machen. Wahrscheinlich um eine Stunde. Der längste Podcast ever. Genau. Natürlich nicht. Aber man nicht. Kann den Podcast auch in mehreren Teilen. Ja, ja, zur Not. Ne? Zur Not. Jetzt kommen wir mal hier zu deinen Sachen. Ja, vielen Dank, dass du das so sagst. Also wir sehen jetzt hier 5 Arbeiten von mir, die alle in diesem Jahr auch entstanden sind. Mhm. Da ist zum einen mein erweitertes... Fangen wir mal rechts an. Damit wir können gerne rechts anfangen. Mach mal rechts, dann gehen wir ja in die anderen Bilder über. Genau. Hier, du hast jetzt hier, wie heißt das? Hast du da? Das heißt Talking Machine News. Das ist das Bild Nummer 1. Das ist der Beginn einer Serie. Mhm. Und zwar, wenn das Bild genau betrachtest, dann sucht man förmlich nach Worten, mit denen man dann tatsächlich was anfangen kann. Aber während man die dann liest, verliert man sich schon wieder da drin. Und muss sich also aufs Neue damit beschäftigen. Und das stellt für mich halt das dar, als dass irgendwann mal logisch zum ersten Mal irgendwelcher Broadcast aufgezeichnet wurde. Möglicherweise sogar auf Shellac-Platten, deswegen auch dieses Schwarze im Hintergrund, diese weiße Schrift, das macht mich besonders an. Er hat so einen Tafelcharakter auch. Tafelcharakter. Wo ich das gesehen habe, du hattest das ja gepostet, mal bei Instagram meine ich. Da habe ich gesagt, Albert Einstein. Ne? Und dann mittendrin hast du noch eine Waschmaschine. Rain steht daneben. Ja, klar, wenn du drauf guckst, dann kriegst du ja auch einen Drehwurm. Ne? Ja. Oder hat der Alzheimer gehabt, ne? Weil das so auseinandergerissene Wörter und Zahlen sind. Zahlen sind oben links. Ne? Also es drückt natürlich ganz klar so meine Arbeitsweise auch aus. Das ist also vor allem auch eine Collage, die auch von ihrer Haptik teilweise lebt. Du hast den Hobbit mit eingebaut. Ich den HBBIT. Das ist das, was du daraus liest. Ne? Da steht aber ganz wichtig, spoken. Und zwar, das ist das einzige Wort neben Brain, was dann tatsächlich sehr deutlich ist. Absolut, ja. Und also über dieses Spoken, alle gesprochenen Worte, die über fängt die schon Welt... Da bist du schon verwoben bei dem Bild. Ich habe das jetzt so ausgedrückt, wie ich das da hin... Super. Also ich bin da mal ziemlich aufgeregt, weil auf der einen Seite will ich Bilder an sich nicht unbedingt erklären, aber manchmal wird das gefordert. Wenn ich aber dann ein Bild erkläre, dann mache ich mir selber auch dahingehend was kaputt, weil ich ja auch durchaus selbst immer wieder was Neues entdecke. Und es gibt eine Interpretation, beziehungsweise die Grundidee, die da vorherrscht, ist ganz klar, dass das, was irgendwann irgendwo an irgendwelchen Stellen zuhauf gesagt worden ist, weitergeführt worden ist und gar nicht mehr so im eigentlichen Ankommen, wie es mal ursprünglich gesagt worden ist, das bringt es auch letztendlich zum Ausdruck. Das heißt, man weiß irgendwo in 50, 60 Jahren nicht mehr unbedingt, was habe ich da irgendwann vor 50, 60 Jahren gehört. Ja, die Geschichte ist ja auch verfälscht worden schon. Ne? Von den Römern bis heute kannst du ja sagen, weiß ja eigentlich keiner mehr so genau, was Leo mal gesagt hat. Genau. Und das drückt es eigentlich aus. Und die Waschmaschine ist und steht symbolisch für etwas, was ich aber jetzt hier nicht wirklich zum Ausdruck bringen will, weil dann ich mir tatsächlich diese Symbolik für mein Projekt Metropiol tatsächlich zerstören würde. Was ich sagen kann, ist oben ist ein Gedankensatellit. Die Sputnik. Zu sehen ist, der immer mal wieder landet, aber immer mal wieder weg ist. Mhm. Und ja. Und Mette ist ein Name von jemandem? Oder ist Mette Ratulilt, das ist der Beginn eines, du hast heute schon Dadaismus erwähnt, was teilweise darauf andeutet, wodurch ich auch inspiriert worden bin. Es gibt ein 4-Vers-Gedicht, was ich selber erst auswendig lernen muss, was unglaublich anspruchsvoll ist und die ersten 2 Strophen kann ich halt. Ne? Und diese Elemente, die sieht man dann halt auch immer in Fragmenten, irgendwo mal geschrieben schon, während ich das dann halt entwickelt habe. Mhm, faszinierend. Von wem ist das? Weißt du das noch? Was denn? Das Gedicht, Mitte? Das ist von mir. Ach, das ist von dir. Du hast selbst ein Mandala. Ich habe das selbst gemacht, Ach cool, dann muss ich mal aufsagen jetzt hier. Hast schon wieder vergessen, ne? Nein, ich kann sagen, Mette, Ratulilt, Vater Lux mi da wohin, Sturun Lamo sita fit, Robarim, Lami guta mas utilt. Das ist zum Beispiel die erste Strophe, wenn ich das jemandem gezeigt habe, was ist denn das für eine Sprache? Und genau so ein Gedanken finde ich unglaublich interessant, was dann so ganz spontan als erstes mir begegnet. Mhm. Ja, der Dadaismus ist ja sozusagen verloren gegangen. Weil es eine kurze Phase ja nur war. Das war eine kurze, prägnante Phase, woraus aber eine unglaubliche Inspiration entstand, wo ich finde, dass ganz, ganz viele Leute ganz glücklich darüber sind, sich durch die Art der Kunst, die damals so dargestellt worden ist, man sich tatsächlich traut, einfach nur zu machen. Richtig.
ohne Konzept, ohne so. Ne? Genau. Das ist ja dann die Antikunst, die hat ja den Wahnsinn des Krieges, des Ersten Weltkrieges schon versucht darzustellen. Und verarbeitet. In diesen Arbeiten, die hatten ja meistens. Und das ist auch zum Teil von mir aus adaptiert, weil ich ja selten hochwertige Materialien benutze. Mhm. Ne? Also das, was gerade da ist, Kopierpapier oder irgendwelche Zeitungspapiere, irgendwelche gefundenen Bretter, Leinwände, irgendwas. Und das mache ich dann auch zu meiner Kunst. Ne? Metropio ist also ein sehr, sehr umfangreiches Objekt. Du machst einfach Projekt. Dadaistisches Projekt. Angelehnt zum Teil, ja, das ist ein bisschen Schreiben. Dadaismus ist da schon drin, ja. Ja, ja, ich soll ja auch. Ja, von meiner Seite aus soll das schon, ja. Und daneben, das ist eine Feder oder was ist das? Ja, das ist ein Axiom. Ja. Das sind die Strichbilder, die ich häufig mache. Okay. Die deuten natürlich auf die Welt hin, die ja praktisch gescannt ist, die praktisch einen Barcode hat, die praktisch festgesetzt sind und das dann auch in eine Akzeptanz gerät, ohne das nennenswert noch beweisen zu müssen. Mhm. Das heißt, eine Eins ist eine Eins, weil der Mensch irgendwann gesagt hat, eine Eins ist eine Eins. Mathematiker kann da viele andere Sachen zu sagen. Ich versuche halt in Anlehnung dessen, dass es ein Mensch macht, das mit der Natur quasi zu assoziieren. Mhm. Deswegen auch dieses Naturblättchen, dass so eine Farbe ja so entstanden ist in der Natur. Mhm. Hier sieht man auch schon von Sudoku, also geht um die Zahlen. Ja. Und das alles bietet einem vom Anblick her ein Axiom, was eine unbeweisbare Akzeptanz bringt. Mhm. Okay. Und hier hast du den, das ist hier die Nordwand oder Mount Everest? Das ist ein Berg. Einfach nur ein Berg. Der sieht nur einem sehr ähnlich, den ich das kenne. Das mag sein. Das könnte ja zum Teil auch, je nachdem, von wo aus man das betrachtet, der Everest sein. Also Fakt ist, dass ich ja... Mont Blanc, jetzt weiß ich. Mont Blanc, der sieht noch... Berge sehen ja alle ziemlich ähnlich aus. Ja, außer die Marmolada, die ist nämlich ziemlich platt gemacht worden. Das stimmt, da hat der Mensch also eingewirkt. Aber in der Natur sehen die schon relativ ähnlich aus. Mhm. Aber zum Beispiel Wilde Kaiser im Elmau, den würde man von 10 Bergen beispielsweise schon mal deuten können. Den kann man deuten. Aber gut, das ist halt hier irgendwo ein Mix zwischen Comic, Abstraktion und so weiter. Da stimmen die Lichtverhältnisse nur zum Teil, je nachdem. Aber hier sieht man deutlich meine Arbeitsweise. Das ist also auf Karton, auf Pappe, aufgeklebte Zeitungspapiere, die ganz kalkulatorisch versucht wurden, so auszureißen, dass es insgesamt eine Komposition gibt, alleine schon vom Hintergrund her. Mhm. Faszinierend, aber echt, also würde ich jetzt nicht dran denken, das so zu machen. Das ist also ganz, für mich zumindest, relativ schwierig, weil den Trocknungseffekt, den muss man erstmal noch abwarten, wenn ich da arbeite. Wo du im Fluss bist, ne? Du musst dann warten, bis du dann wieder loslegen kannst. Und dann wird das dann halt mit Acryl, in dem Fall auch mit Ölkreide, übermalt. Und ja, es strahlt halt in Kontrast zu den relativ farblosen Bildern. Ich arbeite ja mit wenig Farben. Mhm, ja. Schon gar nicht so grell, ist aber dieses Gelb, was sehr ansprechend ist, was. Das geht aber schon ins Grün über. Ja, das ist so ein bisschen Olivgelb, oder Gelb-Oliv. Und diese Farbe findet man sehr häufig, weil ich da ein richtiger Fan von bin, von dieser Farbe. Mhm. Ja. Und Mountains ist immer wieder ein Thema, wo ich sage, okay, bei vielen, vielen, vielen Bildern zermarte ich mir so ziemlich den Kopf, um da eine Richtung zu gehen. Und hier kann ich dann doch einfach malen. Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall nicht in the Dutch Mountains. Kennst du den Hint noch? Aus den 80ern? Ja, ja. Eine meiner Lieblingsgruppen. Du musst mal alles von denen hören. Das ist genial. Ja. Was die da strukturiert also haben in ihren Songs. Alles, was mit Mountains auch gerade aus der Musik zusammenhängt, ne? Da kann man mal tiefgründig mal gucken, warum die sich so benannt haben. Die sind, ne? Also. Ja, das ist, da hast du dich aber mit der Stadt Bottrop auseinandergesetzt, oder? Das habe ich exklusiv angefertigt für den Bottroper Art-Award, um meinen Gedanken zu präsentieren, wie sehe ich die Zukunft von Bottrop. Und ganz klar, Model One 2220, das ist sehr stark in die Zukunft orientiert, wird eine Stadt, so wie wir kannten, so nicht mehr existieren, sondern es dann umgewandelt in eine Art Parkstadt, wo dann im umgekehrten Sinne weniger Geschäfte fürs Konsumieren integriert sind, sondern primär ganz klar Natur, also Grünflächen, Bäume, die Sauerstoff bieten. Wir sehen unten links einen Bildausschnitt, der dann eben so einen Park tatsächlich zentralisiert, sodass ich soweit
das Hochspinne, dass das Lebensgut, nämlich das Atmen von Luft, besteuert wird. Ne? Weil man ja in irgendeiner Form in den Kreislauf immer wieder... Das ist der Gesundheitspakt, den du da darstellst. Ja, der jetzt ja in Anlehnung an der eigentlichen Stadt da ist, aber hier wird es ja umgekehrt, dass die Stadt in den Gesundheitspark integriert würde. Ja, wenn das Hansa-Zentrum schon mal abgerissen wird und dann ein Park draus wird, dann kommt deine Situation genau richtig. Genau, und vielleicht wird das ja mal passieren. Im Übrigen ist es so, dass ja hier oben Stadt, Stadt hier verschwindet durch dieses Durchgestrichene, dann kommt der Park, dann Stadt, Park und dann wird es, wenn man es liest, fast rhythmisch zu einem Ganzen. Man hat aber als Bottropper auch die Anmutung, als würde hier Karstadt stehen. Und das ist trotzdem ein Park. Weil da war ja einer der größten Konsumtempel hier, ganz klar, bei uns in der Stadt Bottrop. Und den gibt es ja schon lange nicht mehr, denen viele ja nachsehnen, ja, den es aber so nicht mehr geben wird. Nee, weil die ja alle jammern und fahren zum Zentro da hin. Richtig. Oder Limbecker Platz. Man hat quasi ein neues Karstadt aufgebaut, überregional, genau. Wenn man so will. Hier siehst du da so ein bisschen aus, den Ausschnitt, das ist meine Arbeitsweise. Das deutet auf die vergangene Industrialisierung hin. Also das ist das, was ich dazu dann an Gedankengut hatte und dann versucht hatte, in einem Maß von 50 mal 50 zu erfassen. Und was hast du hier dir so gedacht? Ja, das Bild heißt Habitat. Und es geht ganz konkret darum, was du darin siehst und wofür du dich entscheidest als Mensch, der vielleicht in gewisser Form verantwortlich ist für die Lebensräume bestimmter bedrohlicher Rassen, Tiere, was auch immer. Hier sieht man diese Elemente nach oben hingehen. Der Affen, ne? Ja, als würde dann mit diesen Tieren auch Versuche gestartet. Ja, das lässt darauf hinweisen. Du siehst auf der einen Seite den Skull von einem Mandrill und auf der anderen Seite sieht man eben noch den Mandrill, der schon durch diese chemische Farbe letztendlich in die Richtung geht. So, wir machen dann Versuche, wo man dann wieder dieses Wechselspiel beim Betrachten erkennt, wo man, wenn man das diesen Friedhof hier unten, ach, das ist ein Friedhof. Das soll für mich jetzt ein Friedhof darstellen, okay. Noch nicht mal würdig. Ich habe an so ein Hochhaus gedacht, mit Fenstern. Okay, ja, das ist ein Interpretationsspiel und hier steht ja auch versteckt noch Nim Empire. Ja, deswegen ja. Empire ist wiederum Englisch. Ja. Das ist ja und es deutet ja auf unsere aktuelle Sprachweise auch hin. Man verdeutscht bestimmte Sachen, die es im Englischen ja so dann nicht gibt. Wir erinnern uns nur an den Booster. Viele wissen eigentlich gar nicht, was ein Booster tatsächlich ist. Ja, ja, aber daraus wird ja ein Booster. Und das existiert ja gar nicht. Das ist ja eingedeutscht. Oder wie eingedeutscht. Immer. In Polen gibt es das gar nicht, das Wort. Ja, also man kann da eigentlich nichts mit anfangen. Aber wir haben das ja so gesagt bekommen. Ja, ja. Dann wird das so aufgenommen und dann ist das so. Und deswegen zum Beispiel auch Nim Empire. Also man nimmt den Lebensräumen weg. Ne? Ja, stimmt ja auch. Ich meine, haben wir jetzt 150, kann man sagen, 500 Jahre gemacht. Ne? Genau. Ja, das ist halt in der Kunst, wird man sich damit beschäftigen. Das ist aus meiner Sicht durchaus, hat das Ausdruck. Ja. Genauso wie viele andere Bilder, aber es gibt halt kein Bild von mir, mehr oder weniger, wo ich sage, ich kaufe das passend zu meiner Couch. Also ich mache keine Kunst, die dir gefällt oder gefallen muss, ne? Sondern ich mache die Kunst, weil ich die Kunst machen will. Ja, und weil du etwas ausdrücken willst. Richtig. In gewissen Formen. Genau. Ja, stimmt. Finde ich gut. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Jetzt gehen wir von deiner Kunst wieder in die Kunst von jemand anderem. Das haben wir hier Evelina Wilkeite. Genau, und die hat die Dame eine Jahresausstellung, Einzelausstellung in der Jahresausstellung im letzten Jahr, wie ich mich erinnere. Und ja, auch da muss man ziemlich weit weggehen, um dann noch mal ein bisschen mehr Klarheit noch zu bekommen. Wobei man, wenn man ganz nah dran ist, das schon erkennen kann. Ja gut, dass der Gang ist, ne? Unglaublich. Der Gang ist, da wird gewaschen, da wird, hier, wie sagt man, getauft, ne? Und dieser buddhistische Gang. Da wird eigentlich alles von da, ne? Ja, auch reingefissen. Wir haben ja alles da. Kläranlagen ist ja nicht. Ja. Aber es farblich ist das toll. Ich meine, Indien hat ja eh ganz viele bunte Farben. Ja. Hier wird aber das Violette, eigentlich das eher kühlere, rausgefischt. Das finde ich ja schon faszinierend. Wobei die Wärme da, wo die Menschen sind, ist, ne? Das ist dann eher warm, mit den warmen Farben und drumherum kühle. Das kann jetzt aber auch die Chemikalie sein, die du da unten siehst, ne? Möglicherweise. Also, sie hat viele Bilder, wenn ich mich erinnere, im letzten Jahr hier präsentiert, die ähnlicher Art sind. Und ja, wenn man sich dann in Indien aufgehalten hat eine ganze Zeit, dann ist es, glaube ich, ein unglaublich großes Inspirationsquell. Ich kenne zum Beispiel Francesco Clemente, der auch Jahre
in Indien gelebt hat, wo man dann anhand seiner Bilder auch schon da Anleihen drin sieht, dass er da war. Und so kann es sein, dass ein Künstler Zeit seines Lebens halt Abschnitte, die er erlebt hat, auch in seine Kunst verarbeitet. Das ist ganz interessant. Das erkenne ich auch bei mir, wenn man Bilder sieht aus vergangener Zeit, wo ich einiges erlebt habe, was sicherlich nicht so prickelnd war, dann kann man es anhand der Bilder auch sehen, die zwar grell bunt sind, aber auch teilweise Schreckensszenarien darstellen. Ja, schon faszinierend. Was ist das Scheiße unter dem Mundschutz hier? Ein Riesenraum und wir laufen mit Mundschutz rum. Ja, ausgetrocknet. Werner Jelinek ist das? Genau. Ohne Titel. Phil Schiffer. Das ist aber nicht schön. Was habe ich als Kind auch immer gemacht? Ja, das Interessante ist ja, das hat, glaube ich, mal Picasso gesagt, als Kind ist man ein Künstler. Die große Kunst ist, als Erwachsener einer zu bleiben. Ja, ja, natürlich. Also das könnte man jetzt hier sagen, wobei hier gibt es einen anderen Hintergrund. So wie man bekannt wurde, ist dieser Mann schon fast blind. Ach so. Und hat nur noch die Möglichkeit, so vielleicht seine Seele auch zum Ausdruck zu bringen. Die Vision farblich rauszuholen, genau. Sozusagen. Ja, okay. Also ich habe es jetzt auch nur gesagt, weil ich finde das faszinierend, dass man einfach Punkte macht, aber dann zu bestimmten. Es ist ja Impressionismus im Grunde genommen, aber es entsteht kein richtiges Landschaftsbild im Impressionismus, sondern eben abstrakte Kunst. Also das Zweite würde ich jetzt sagen, ist ein Käfer, wenn man genau hinguckt. Und rechts, das könnte ein Wald sein, von oben irgendwie. Drumherum die Städte, in Rot. Könnte auch eine Ansammlung sein, wenn man von oben guckt, ja, als wenn da eine Demonstration stattfindet. Auch, ja. Mit ganz vielen Menschen, da halt im Central Park, New York, wer weiß, ganz rechts. Kann auch sein, ja. Also es kann alles Mögliche sein. Absolut, ja. Nicht schlecht. Und das ist jetzt von Lorine Hosch, Worker. Ja gut, aber die worken ja eigentlich mit Alkohol, ne? Eine liegt schon da auf dem Tisch. Also so eine ähnliche Figur hatten wir jetzt oben von Carina mal gesehen, wo der Kopf so nach unten zeigt. Du erinnerst dich, da haben wir von der Toilette gesprochen. Ja, ja, genau. Das erinnert mich jetzt in dieser Sekunde gerade mal daran. Das sieht auch eher aus wie, ja, ziemlich verspielt. Durchaus farbenfroh, aber durchaus ausdrucksstark. Ne? Wir sehen da ein gelbes Auto, Hochhäuser, könnte eine New Yorker Szene sein. Mit einem Taxi. Kann auch die Essener Straße sein, das sind ja auch Hochhäuser. Da kommt das gelbe Postauto als Porsche. Finde ich auch sehr interessant. Das ist der Westen. Auf jeden Fall hat sich da jemand mit einer Dame möglicherweise getroffen. Man sieht allerdings auch nur ein Glas. Das andere sieht man nicht, weil eher sieht sie aus, als hätte sie ein Glas zu viel getrunken. Oder die hat Schlafmittel drin gehabt. Und es kommt ein Mann, der die beiden halt beobachtet, der da vielleicht schwer was gegen hat. Ne? Wirklich, und das ist halt offenbar ein Businessman. Da oben sieht man ja die Aktentasche. Also das Bild erzählt eine Menge, würde ich mal sagen. Auf einfachste Art und Weise dargestellt, aber dennoch nicht so einfach, weil das ja komplett deproportional ist. Ne? Absolut, ja. Faszinierend irgendwie. Je länger man drauf guckt, ne? Das macht Interpretation, ja. Auf jeden Fall. Ne? Absolut, nicht schlecht. Und ich frage mich dann immer, was war da tatsächlich zuerst da? Jetzt sieht man ja eindeutig. Ich würde sagen, das Glas. Das Glas war zuerst. Zumindest mal ist das Glas halb voll. Ja, genau. Wie wir immer wieder sagen. Ist halb leer. Genau. Ja. Aber was könnte das Rosane für ein Getränk sein? Rosé-Wein, ne? Rosé-Wein, ja. Ach, dann hat die wahrscheinlich drei Gläser getrunken, ne? Farblich könnte, ja, dann muss sie aber eine Flasche ausgesüppelt haben, ne? Vielleicht führt er ein Business, wo es dann um dieses Haus hier geht, weil das hat ja dieselbe Farbe. Ja, könnte sein. Das ist bestimmt die Sparkasse da, die ehemalige da. Wir sehen wirklich aller Deutlichkeit, André. Kunst gucken macht Spaß. Ja, sicher. Und das ist ja das, was ich eigentlich auch sagen. Ich gucke ja als Laie sozusagen drauf, am ganz anderen Bild als ein anderer Laie wahrscheinlich, weil ich in der Realschule musisch-künstlerisch hatte, obwohl wir haben Mau Mau gespielt. Ne? Unsere Lehrerin kam immer zu spät und dann haben wir trotzdem irgendwie was gemacht. Und ich muss auch gestehen, nach diesen 2 Jahren habe ich mich erst richtig dafür interessiert, weil ich dann das, was ich noch aufgefangen habe, genutzt habe. Dann bin ich in Ausstellungen gegangen. Ich habe mir Monet angeguckt, den ich selber malen sollte, wo ich eine 4 für gekriegt habe. Also die Seerosenbild habe ich da gemalt. Okay. Das war einfach nur scheiße. Also schlecht für mich. Ja, das ist sehr anspruchsvoll. Ja, sehr anspruchsvoll. Hat also die Lehrerin auch so gesehen, dass das zu anspruchsvoll für mich war.
aber hat nicht meine Abstraktion gesehen. Mhm. Aber egal, ich finde es faszinierend. Kunst hat viele, viele Seiten und mit Kunst kann man unglaublich viel ausdrücken. Ist hier noch viel mehr? Oder ist das jetzt wir kommen alles? Und stehen jetzt tatsächlich vor dem Bereich, wo ich gerade schon ein oder zweimal gesprochen habe, nämlich dem Bereich der Einzelausstellung. Da ist jetzt hier eine von der Petra Lamas, das ist eine Fotoausstellung. Ich möchte noch einen abschließenden Satz vielleicht sagen. Ja, gerne, gerne, gerne. Wir sehen jetzt also hier wirklich einen absoluten Kontrast auch wieder, was noch einmal wieder die Hängung insgesamt der Bottroper Künstler unterstreicht. Wenn ich jetzt die Menge betrachte, ich hatte ja gerade oben gesagt, dass da irgendwie 53 Künstler wären. 53, ich glaube, das waren Bilder, ne? Das waren wahrscheinlich die Bilder. Ich muss da jetzt nochmal genau gucken, weil ich habe... Ich meine 20 Künstler und 53... Auf jeden Fall haben unglaublich viele eingereicht und es kann ja nur eine bestimmte Menge genommen werden. Genau, ne, aber das ist schön in Szene gesetzt. Absolut. Trotzdem, einmal mehr gesagt, eine fantastische Hängung. Ne? Genau, aber wir haben noch eins vergessen, guck mal hinter dir. Ja, das ist hier, das möchte ich direkt mal auch erwähnen, wenn wir schon unten hier in dem Lichthof sozusagen sind. Das ist ja cool. Das ist ja das, was ich in der Schule auch gemacht habe, eigentlich diese. Ich bilde mir ein, dass diese Künstlerin hiervon Monika heißt. Und das steht ja nirgendwo. Die Dame, die Monika hat, ist nominiert worden fürs nächste Jahr. Und dieses sogenannte Triptychon als, hat schon ein bisschen Altarcharakter, würde ich fast sagen, hat aber durch den Lichteinfluss diesen Kontrast dieser Teile, und die du gerade benannt hast, die wir früher in der Schule gemacht haben, genau. In der Hölle, wo man da immer so ein bisschen gespielt hat, wo ich nie wirklich verstanden habe, wie faltet man so ein Ding, ich will das auch haben. Ja, ich habe das gefaltet, ich habe die ausgemalt, ich habe da wirklich Münder reingemacht. Kreativ. Komm, ey, ich mache das auch, diesen Altar nächstes Jahr in Farbe. Eine wahnsinnige, aufwendige Arbeit, Fleißarbeit. Absolut. Und die kann man ja ruhig nachvollziehen, nur es muss ja erstmal die Idee herbei. Absolut, ja. Man ist erstmal und steht vor dem eigentlichen Nichts. Man hat möglicherweise so einen Rahmen irgendwo mal gesehen und sich überlegt, was kann ich damit machen? Aha. Der konnte ja vielleicht schon da sein. Richtig. Aber jetzt, wenn du mal da reinguckst, wir stehen ja sehr gerade vor diesen Lichteinfall hinter diesem Objekt und du siehst trotzdem durch diese Falttechnik ganz unterschiedliche Schattierungen und so weiter, sodass man schon auch ein Gefühl hat, da bewegt sich was, wenn du länger drauf guckst. Also ich finde die Arbeit hochinteressant und freue mich auf weitere Arbeiten im nächsten Jahr von der Dame. Absolut, und auch hier ist der Sonneneinfall natürlich, der hier dann diese jeweiligen Schatten wirft, die hier unzählig eigentlich sein können. Wie viel mögen da drin sein? Lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8. 8 mal 9 sind 72. Richtig. Dann haben wir hier 144. Und ich würde mal sagen, da haben wir das Doppelte. Etwas mehr als das Doppelte noch, 288. Ich würde mal sagen, rund 300. Rund 300. Ne? Das ist schon eine Menge, ne? Das ist eine Menge. Bis genau, du die gefaltet hast, bist du schon ein paar Tage dran. André, Entschuldigung, aber ist dir mal aufgefallen, dass hier Drähte... Mit verankert sind, sodass man das nur in eine Position aufmachen kann. Das ist also genauso gewollt von der Geometrie, sage ich jetzt mal. Also faszinierend. Echt. Eine tolle Arbeit. Definitiv eine tolle Arbeit. Absolut. Cool. Aber hier ist der Name auch nirgendwo. Das ist jetzt wahrscheinlich auch gewollt. Ja, es gibt eine Liste, die liegt oben aus. Mhm. Da kann man auch nochmal weitere Informationen sehen. Unter anderem auch, wenn es denn verkauft wird, wie teuer so ein Objekt ist. Ne? Ah, kann man kaufen. Genau. Meine Bilder sind bis auf eins auch käuflich. Ach so. Nur mal so am Rande. Ach so, ja, dann wie viel? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das große machst du nach Millimeter? 10 Euro? Oder? Ja, würde man jetzt fast sagen. Das ist also ganz schwierig. Es geht manchmal um die Idee. Manchmal macht man zwei, manchmal macht man drei Bilder. Mhm. Eins davon ist dann wertiger als das letzte. Mhm. Und von dem letzten kann man sie aber eher trennen, weil man denkt, das ist nicht ganz so gut gelungen. Ja, aber genau das will man dann. Und dann macht man dann einen Preis aus. Das ist auch durchaus VG. Mhm. Ja, klar. Aber selbst in der Liste kann man das dann auch lesen. Absolut. Nachlesen. Ne? Schön. Wenn ich die Liste sehe, fotografiere ich die nochmal ab. Genau. Für die Leute, die sich dafür interessieren. Dann gehen wir mal weiter. Du sagst jetzt, hier sind die Einzelaufsteller. Nee, die sind ja noch mehr. Also diese Ausstellung zeichnet sich auch durch eine ganz besondere Hängung aus. Mhm. Natürlich ist das wiederum abhängig von tatsächlich den Objekten, den Motiven, den Fotografien. Viele durchaus quadratisch. Ja? Und du siehst diese unterschiedliche Anordnung dieser Bilder, weil ne, je nachdem, wie die man auch hätte anders hängen können, hätten die dann vielleicht bei weitem nicht so gewirkt. Und man sieht jetzt hier wirklich enorm viel Kontraste und vor allem Licht. Und das Thema ist... Das ist hier Petra Lamas Luft-Licht-Linie. Ganz genau. Mhm. Und sie hat ein schönes Prospekt dazu entwickelt. Mhm. Ne?
Das ist zweiseitig, dennoch gefalten, auch wiederum zu einem Quadrat, mhm. ja, wo sie dann verschiedene Objekte darstellt. Mhm. Und ja, das sind alles Themen, die zum Beispiel mich absolut interessieren, wo vielleicht der eine oder andere sich selbst schon mal drin wieder gesehen hat, weil er meint, ach, das habe ich doch mal gesehen, wie zum Beispiel die Schattenbildung eines Zweiges mit Blättern vor einer leeren Werbewand, mhm. dann aber durch das Licht so praktisch, ja, natürlich, ungewollt vielleicht, in Szene gesetzt. Mhm. Und das ist dann halt zum Beispiel fotografiert worden. Das finde ich schon, hat ein besonderes Auge und auch einen besonderen Blick. Absolut. Ja, finde ja. ich also sehr, sehr ansprechend. Also ich beobachte die auch schon, oder ich folge ihr besser gesagt, beobachten ist immer so ein komisches Wort dafür, aber ihre Arbeiten, die erreichen mich. Also toll, kommt aus Bottrop. Ja, guck mal. Was haben wir hier? Das ist über die Ausstellung, die Einzelpräsentation. Das mitnehmen, genau wie das. Das nehme ich auch mit. Anhaltspunkte. Ja, das machen wir auch. Warte mal, ich werde das mal eben hier so abfotografieren. Und hier habe ich in der Tat noch eine Beschreibung ihrer Einzelpräsentation. Ich denke, entweder oben an der Theke kannst du eine Teile bekommen, weil ich würde das jetzt nicht unbedingt gerne hier. Nee, das ist mir klar. Mitgeben. Steht mir auch überhaupt gar nicht zu, weil ich ein Exemplar hier zitieren. Vielleicht fotografierst du das dann auch ab. Guck mal, das ist ja auch mit die Karte. Also hier haben wir zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, erinnert mich an diese Skulptur aus dem 3D-Druck. Ja. Von Paul Schulte. Ja. Und das kostet zum Beispiel 215 Euro. Oh, geht doch. Das geht, weil es wirkt auf mich erheblich teurer, kostspieliger. Absolut, ja. Da oben ist ja schon ja, billig. Genau, das Material allein schon. Ne? Mhm. Dann die Ulrike Intveen, das war das Bild, was wir als erstes im Visier hatten, 3.900 Euro. Gut, das teuerste ist von Gerion Kremer, würde ich mal sagen, mit 20.000. Mhm. Ja gut, das ist aber auch Wahnsinnsmaterial, was er da verwendet hat, gehe ich mal von aus. 17.000 ist die Velkaita, die Indienreise. Mhm. Mhm. Reinhard Witzorek. Ja. Vogel. Der Vogel, 6.200. Und deine Bilder? Die sind auch, glaube ich, gelistet. Doch, da unten links. Der Axiom 850, die Parkstadtgeschichte 1180, OVB, sagst du. Ja, ist auch legitim. Ich meine, man sitzt da, hat Zeit investiert und. Ja, es kommt ja auch nicht aus meiner Sicht darauf an, was ein Bild für einen Wert hat. Es wird ja gemacht von Menschen, sondern es kommt darauf an, was man dafür bekommt. Und genau. Je nachdem, welches Interesse da ist, und Bilder ist für so manche Künstler immer so wie so eine Art, deren Babys, und die gibt man nicht so gerne aus der Hand. Und wenn ich ein Bild kaufe, übernehme ich aus meiner Sicht eine gewisse Verantwortung, damit entsprechend so umzugehen, dass es vielleicht überdauert. Mhm. In welche Richtung auch immer. Ja, klar. Und wenn du mal den Löffel abgibst, sind die Bilder nachher ganz viel wert. Ja, das kommt ganz drauf an. Ne? Vielleicht nicht unmittelbar danach, aber vielleicht wächst sowas und dann kann natürlich das passieren, wie ich das schon mal in der Vergangenheit auch erkennen konnte, dass so 30, 40 Jahre auf einmal das im Hype losgeht. Ja, Van Gogh-mäßig. Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt ja, Van Gogh hat ja zu Lebzeiten keine Bilder verkauft, dann heißt es wieder ja doch schon welche verkauft und ja, ein, zwei, nichts genau, so weiß man dann auch. Ne? Der Aussteller jeweils wahrscheinlich. Der Galerist hat dem wahrscheinlich ein bisschen Geld zugesteckt und dann haben die Bilder sich nicht verkauft. Ich denke mal, es ist dann möglich, es enorm zu verkommerzialisieren. Das ist dann in unserer heutigen Zeit absolut machbar. Ja, Kunst ist wie ein Wein. Ne? Das ist je nachdem. Kunst gucken, aus meiner Sicht, ist wie Honig schlecken. Ah, nicht schlecht, was diese Ausdrücke.
Wenn man jetzt hier zum Beispiel das Gebilde sieht, ja, das würde einem vielleicht nie so auffallen, wenn Petra Lamas zum Beispiel dieses Foto in der Form so nicht gemacht hätte. Ja, stimmt. Ne? Also, als Vergleich hat sie hier noch ein anderes. Das ist dann also das Gleiche. Schwarz-Weiß nur in Farbe. Genau. Viele Künstler arbeiten sehr gerne in Schwarz-Weiß, in diesen Kontrasten. Monochrom. Und ja, es bringt verschiedene Sachen nochmal ein bisschen besser. Oder anders besser, da habe ich auch mal so ein Problem mit besser, schlechter, anders halt. Ne? Ja, aber Nachtfotos sind ja schon dann in Schwarz-Weiß sowieso gut zu betrachten, finde ich. Und wenn das Licht dann noch rauskommt, hat was. Also bei diesen Bildern auf jeden Fall. Also du meinst jetzt, wenn du an der Ampel stehst, nachts ist das Rote nicht rot? Nein. Ich meine jetzt bei den Bildern, ach so, die jetzt hier, wenn du fotografierst, okay, in Schwarz-Weiß, das mal so jetzt hier, wenn du das vergleichbar siehst, es sieht schön aus mit der Farbe. Kannst du aber ganz anders deuten als das Schwarz-Weiße. Auf jeden Fall. Weil in der Mitte dieses Fenster hat ja eigentlich einen Grünton. Ja. Durch die Jalousie gehe ich von aus. Ja, ja. Ne? Also wird das jetzt ganz anders gedeutet werden als eben in Schwarz-Weiß. Und mal so ganz phlegmatisch drüber geschaut, sieht es also aus, als wenn hier mehr Bilder bzw. mehr Fenster drauf. Genau. Fotografiert werden. Ja, ja, genau. Siehst du? Ja, genau. Nicht schlecht. Das hier erinnert mich so ein bisschen oben an dieses Vierfachbild von der Claudia Brüggemeier. Du meinst das flüchtig, oder? Nicht flüchtig, diese ja, die, diesen Wald. Den Wald, Wald, ja, ja, genau, nur halt als Foto, genau. Genau. Ja. Also ja, das ist genau, immer das ist Schwarz-Weiß. Immer genau. Wieder Motiv. Heißt die Dame so? Ich weiß das jetzt nicht mehr. Wir haben so viele Namen da gelesen. Genau. Ist ja nicht schlimm. Ja. Kommt selber hier hin. Bis zum 8.1. könnt ihr das ja sehen. Genau, kann ich also wirklich jedem empfehlen. Bitte achtet nochmal auf die Öffnungszeiten. Aber die schicke ich euch in die Shownotes noch rein. Sieht aus wie eine Kino-Leinwand. Das ist vielleicht auch die von Essen, die. Möglicherweise. Ich war ja nie da. Sieht aus, als wäre das eine reflektierende Matrix. Ja, wird jetzt in Farbe wieder ganz anders aussehen. Ja. Ne? Also das sind hier Bilder, die mein Interesse auch geweckt haben, nicht geweckt haben, sondern ich vergleiche dann mein Interesse mit dann eben entsprechend auch Petra Lamas. Wie ich finde, hat sie auch das eine oder andere Bild durchaus mit dem iPhone gemacht, wenn nicht sogar alle. Ja, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Mittlerweile mache ich ja fast auch nur noch mit meinem Samsung hier Note 20 die Fotos, weil du bist schnell dabei und du kannst ja alles ändern. Genau. Zur Not. Ich hatte ja selbst auch bei dem Projekt 365 mitgemacht in diesem Jahr. Dazu gab es auch eine Ausstellung. Wir hatten also pro Tag mehrere Bilder gehabt von unterschiedlichen Fotografen. Das sollte bewusst alles tatsächlich auf dem iPhone gemacht werden. Ach, bewusst sogar. Ganz genau, weil das hat man immer mit. Kein Spielreflex, dass man da nicht auf eine besondere Art und Weise vielleicht bevorteilt ist durch Möglichkeiten, wie auch immer. Ja gut, da kannst du ja noch mehr spielen. Und ja, und Petra Lamas hat hier tatsächlich auch schon iPhone-Fotografien in der Ausstellung hängen gehabt. Also. Ja, das sieht eigentlich aus, als wenn da jemand Cannabispflanzen aufhängt, aber das ist ein Stück vom Baum. Ja. Das, was wir gerade da angedeutet haben. Ja, in dem Prospekt. Auf dem Prospekt, das ist, jetzt sieht man das deutlicher, weil das ja ein kleineres Bild ist im Prospekt. Jetzt sieht man, das ist ein abgehangener Zweig von irgendeinem Baum. Eberische würde ich das sagen. Also es ist zum Teil eine fertige Naturcollage, wenn man so will. Ja, und ich fotografiere selbst auch. Ist dir schon mal aufgefallen, so Werbetafeln? Ja, habe ich gesehen. Vor allem geklebt worden sind. Und wenn vor allen Dingen Grün drin ist. Wenn Grün drin ist, ja, das ist primär schon auch mein großes Interesse. Auf der anderen Seite aber auch, wenn das so abgeflattert ist, schon nach spätestens 3 Tagen fängt das schon so langsam an. Das macht ja die Natur. Und dann gibt es einen, wie soll ich sagen, unwiederbringlichen Anblick dieser eigentlichen Werbetafel. Die fotografiere ich selbst auch. Und das so hat jetzt zum Beispiel auch Petra Lamas. Also ich will nicht sagen, das könnte jetzt auch unbedingt von mir sein, aber offenbar gibt es da ein identisches Interesse für solche Sachen. Ach, da haben wir die Plakatierer zu wenig Zeug drauf geschmiert. Immer wieder, ich frage da immer wieder nach, wenn ich da mal einen erwische, der gerade was klebt. Ja, wir nutzen ja viel Kleister, einen speziellen Kleister zwar, aber der reicht einfach nicht aus. Da frage ich mich, wenn ich da jetzt werbe, dann möchte ich doch, dass das für den Monat, wo ich das angeworben habe, so hängt, wie ich das mir vorstelle. Genau. Nicht, dass du dann, und das ist aber nicht der Fall. Ja, du gehst beim nächsten Sturm vorbei und kriegst das in die Fresse. Genau. Auf Deutsch. Also mittelfristig werden die nicht mehr mit Haptik versehen, also mit Papieren und Drucken, sondern die werden wahrscheinlich nur noch leuchten und bewegliche Bilder präsentieren. Das wird wohl so sein. Oder wird dann Windrad oder Solarenergie hängen da. Weil in Essen haben sie die ja zum Teil aus. Nach 10 Uhr ist aus. Ja. Ja, du bist ja jetzt durch diese Energiesparmaßnahmen, die seitens der Bundesregierung so publiziert worden sind und empfohlen worden sind
und teilweise auch bestimmt worden sind. Mhm. Haben da viele sich dran gehalten, das habe ich auch schon, ist mir auch schon auffällig geworden. Ne? Ja, genau. Ja, faszinierend. Du, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Also ja. Wir gucken jetzt noch durch, aber wir machen hier podcasttechnisch Schluss. Ja, also ich kann mich da nur herzlich für bedanken. Erstmal für dein Interesse, dass du heute überhaupt hierher gekommen bist und mit mir durchgegangen bist. Also wir gehen ja noch weiter. Wir machen jetzt noch Wir beenden ja hiermit deinen Podcast. Ne? Wir beenden den Kunstpodcast über die Bottropper Künstler in der Jahresausstellung vom Bottropper Quadrat, das Museum Quadrat, Josef Albers Museum. Und wir kommen nochmal, oder ich alleine nochmal hier hin, weil ich dann ja euch auch nochmal das Heimatmuseum ans Herz legen möchte, wer sich für die Heimatgeschichte von Bottrop interessiert. Aber ich gehe natürlich auch in andere Städte rein, ne? Ist ja klar. Gelsenkirchenhorst, da habe ich auch schon eine Einladung. So, das finde ich übrigens besonders gut, dass du da auch durchaus überregional bist, aber tatsächlich hast deine Wurzeln in Bottrop, kommst du definitiv immer wieder nach Bottrop zurück. Ja, natürlich, ja. Nach außen tragen möchte ich das ja auch. Das ist ja, was hier ist, ist ja auch interessant, vielleicht auch für Gelsenkirchen, einfach mal nur sich die Kunst anzuschauen. Genau. Oder jemand aus Hamm, die haben ja auch ihre Museen, aber die einfach mal reinkommen hier ins Museum Quadrat und zu sagen, hey, das ist ja auch interessant, was die machen, ne? Oder mal ein Bild von dir kaufen. Es lohnt sich vor allem auch, diese Ausstellung überregional zu bewerben und auch anderen Leuten, die vielleicht so den Zugang zu Bottrop speziell nicht unbedingt haben, aber für die Ausstellung lohnt sich das auch mal, nach Bottrop zu Definitiv, ja. ja. Und vielleicht auch als Inspirationsquelle. Richtig. Vielleicht auch für die eigene Stadt, museumstechnisch. Genau. Kann ja sein. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir Ralf Opiol, der hier mein Gesprächspartner war und Künstler ist und Marktleiter beim Boyer Markt. Ne? Darf man Marktleiter sagen, ne? Ja, da gibt es so verschiedene. Der Beruf müsste ja erstmal erfunden werden. Also man nennt mich da Quartiersmanager. Quartiersmanager. Ja. Aber du machst ja auf Instagram sehr viel. Ne? Ich war genau. Ja da. Unser Boyer Markt. Genau. Das ist ein bisschen Eigenwerbung und mein Kunstprojekt heißt Metropiol. Genau. Und wenn ihr mehr wissen wollt, guckt mal in die Shownotes rein. Und das war jetzt der Podcast mit dem Ruhrpolitologen Anne Brune und dem Gesprächspartner Ralf Opiol aus Bottrop. In dem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Kunstgucken. Denkt dran, die geht nur bis zum 8.1. Ich hoffe, der Podcast kann auch noch rechtzeitig rauskommen. Das ist jetzt nochmal eine Nacharbeit nötig. Und ansonsten ist das für die Nachwelt auf jeden Fall noch zu hören und auch bildtechnisch zu sehen im Blog rohpotologe.de. Ja, vielen Dank dir, Ralf. Sehr gerne. Auch dir alles Gute. Genau. Und denkt dran, ihr könnt das abonnieren. Instagram Ruhrpolitologe und Facebook Ruhrpolitologe Anne Brune und auch natürlich den Blog, das ist am sinnvollsten, da kommen noch mehr Sachen. Die kann ich nicht alle posten. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Glück auf!